Einen wunderschönen guten Abend alle zu Hause und natürlich auch für die Leute, die es im Nachgang schauen. Wir hoffen, das Ganze wird euch gefallen. Wir haben einen schönen Abend vorbereitet mit dem Thema rund um G-Master-Objektive. Und wenn es um Sony geht und spätestens G-Master und es ein bisschen technisch wird, dann habe ich immer gerne einen Gast mit dabei. Und das ist der Christian Laxander. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ey, jederzeit, du kennst uns, wir haben dich immer gerne hier. Du bringst immer viele Sachen mit, dann ist die Theke immer gut voll. Du hast auch ordentlich was mitgebracht. Objektive, es ist das A und O für Fotografie. Ich liebe sie, vor allem wenn es offenblendig und teuer wird. Da macht es auch immer Spaß. Und wir dachten uns, wir wollen das Ganze auch mal ein bisschen näher bringen an die Leute, die zu Hause sind, die vielleicht noch nicht wissen, in welchen Bereichen gibt es was oder wo sind jetzt wirklich die Vorteile von bestimmten Linsen und vor allem von der G-Master-Reihe. Was macht das wirklich so besonders? Sind sie wirklich so gut oder gibt es auch kleinere Varianten, die man da vielleicht nehmen kann? Ne, da wollen wir mal ein bisschen locker mitquatschen. Ich würde sogar einen Punkt. Gerne. Kameras sind ja immer total wichtig und viele Ja. Leute kaufen eine Kamera und sagen, oh, ich habe alles, aber eigentlich ist das Objektiv, was man vorne dran schraubt, ja noch viel wichtiger. Und ich versuche das in meinen Workshops und in meinen Veranstaltungen auch immer zu zeigen. Und deswegen mache ich auch übrigens so viele Objektivtests, weil ich wissen will, wo kann ich das meinen Funk nochmal überprüfen. Der funktioniert, der leuchtet blau. Leg einfach mal aufs Sofa neben dir, sonst vielleicht. Ja, der ist hier. Okay. Wir hatten gerade einen kurzen Hinweis aus dem Regime, dass das noch nicht perfekt ist. Und wir haben übrigens auch kein Bild hinten auf dem Fernseher. Ah, es ist wieder ein Fotokoch-Stream, der losgeht. Seht ihr irgendwelche Problemchen? Ja, ich kann gerne noch ein bisschen was erzählen für den Soundcheck und hoffe, dass ihr mich gut hört. Ich habe das Mikro jetzt mal neben mich gelegt, aber sehr Okay, gut. läuft jetzt wieder. Dann lass uns doch bei dem Thema. Ich persönlich Einen kurzen Moment, wir haben eben kurz Soundprobleme. Hast du auf einen Loop gestellt oder? Wir arbeiten dran, einen kurzen Moment. Wenigstens muss er sich mal bewegen hier, die Regie, sonst sitzt er nur auf dem Hintern. Ja, ich erzähle einfach noch mal ein bisschen was über Objektive. Sollen wir zum dritten Mal sagen oder soll ich einfach was weitermachen? Was wäre dir lieber? Liebe Regie. Okay, jetzt ist der Ton wohl besser. Okay, alles klar. Dann Sehr gut. probier es. Ja, das ist der Grund, warum ich immer so viele Objektivtests mache, weil ich einfach wissen will, was kommt heraus. Ne? Und ein Objektiv bestimmt halt die Geschichte, die du erzählst. Und das fängt ganz einfach an mit den technischen Daten von einem Objektiv. Aber es geht ja dann ganz, ganz schnell viel tiefer. Ne? Über Schärfe, über Look, über Bildqualität und so weiter. Und das ist das, was es so spannend macht. Das auf jeden Fall. Was ich auch immer schön finde, Objektive sind für mich auch oftmals so ein kleines Investment, was auch nicht so schnell den Wert verliert. Wir kennen es bei Kameras, die nutzen sich ab, ne? Und nach ein paar Jahren kommt ein Nachfolger, dann geht der Preis ein bisschen runter. Objektive halten sich sehr stabil auch im Preis. Das stimmt, würde ich dir aber nur bei den wirklich hochwertigen Objektiven Klar. zustimmen. Wenn du dir wirklich den Preiseinstieg nimmst, dann stimmt das auch manchmal nicht. Aber ich sage immer, wenn du ein hochwertiges Objektiv jetzt kaufst, dann kannst du das, wenn es gut gealtert ist, keine Kratzer auf der Frontlinse, auf der Rücklinse hat und so weiter, meistens so für 70, 80% des Neupreises wieder gut verkaufen. Ne? Und das dann 5 oder 10 Jahre später. Und das ist halt schon ein Punkt, da ist der Preisverfall definitiv viel geringer. Und dementsprechend lohnt sich die Investition in Objektive natürlich Genau. auch. Und deswegen ist es halt schön, das Objektiv muss hochwertig sein, soll einen gewissen Charme haben. Und die meisten Objektive haben so eine, auch, es sind so diese kleinen Quirks, die manchmal Objektive einfach haben, auch wenn es nur irgendwie im Bokeh ist, wie sich das wirklich widerspiegelt. Aber das macht es manchmal einfach aus, um sind einen Look auch zu kreieren oder wirklich eine Geschichte zu erzählen, wie du schon gesagt hast. Und es macht wirklich halt Spaß. Und deswegen bin ich auch froh, du kennst die meisten von den G-Mastern auch. Du hast mit den meisten, du meinst auch zu Hause Alle. wahrscheinlich. Also Ne? ich kenne wirklich alle Deswegen, Sony-Objektive. also wenn Fragen zu Hause sind, gern reinschreiben, wenn ihr irgendwas Bestimmtes zu einer gewissen Linse auch habt. Wahrscheinlich hat Lachs irgendwann schon mal was damit getestet oder kann was als Beispiel zeigen. Deswegen immer, immer gerne her damit. Wir werden auf jeden Fall was beibringen heute. Hast du ein gewisses Thema oder Objektiv, womit du gerne starten würdest? Wollen wir von weit auf Tele oder möchten wir quer Ich glaube, wir einsteigen? sollten mit den Neuheiten anfangen, weil ich glaube, Gerne. das für die meisten Leute am interessantesten. Sony hat ja gerade zwei neue Zooms rausgebracht, nämlich das 2470 G Master 2 und das 70-200 G Master 2.
Und ich glaube, das ist für die meisten Leute einfach am interessantesten. Ich habe das jetzt sehr, sehr oft gezeigt, also vor allem das 70-200, das stößt doch immer wieder auf ungläubige Gesichter, weil ich verteile das immer und auf den Workshops und ich stelle das immer hin und die Leute fassen es immer an und sagen, aha, es ist ein Dummy. Also ich habe, höre ich wirklich bei 70% aller Veranstaltungen, wo ich bin, weil es halt so viel leichter geworden ist. Also das ist wirklich ein Unterschied. Das macht schon richtig Spaß und optisch hat es ja auch noch mal richtig Gas gegeben. Es ist meiner Erfahrung nach deutlich besser als das alte, wobei das alte auch schon kein schlechtes war, ne? Stimmt. Also das war für uns auch aufgefallen, als wir es erstmal in der Hand hatten. Das waren wir auf dem Event, da gab es auch das 70-200 Blende 4 noch. Und dann, ne, blind mal gegriffen und dann war es so ein, habe ich jetzt die Vierer? Nee, sie ist die neue 2,8. Genau. Also das war schon crazy, als das wirklich so extrem leicht geworden ist. Naja, und ein 70-200 ist halt eins der wichtigsten Objektive Ja. überhaupt, wenn man Events, Veranstaltungen, Sport und so weiter schießt, weil genau der Brennweitenbereich, den man braucht, wenn man eine größere Distanz überbrücken möchte und eben die Lichtstärke, dass es auch bei wenig Licht ein richtig gutes Ergebnis gibt. Ja, ich habe jahrelang Hochzeiten fotografiert, ne, für Foto und Video, das war mal immer drauf, ne. Ich hatte einen 70-200 und ich hatte einen 35er 1,4er, das waren so meine zwei Go-To-Linsen. Ich habe es geliebt. Also ich bin nur noch mit den weißen Objektiven rumgelaufen. Leute wissen es, Leute nehmen es in der Hand, denken sich, oh, schwer, aber Bildergebnis ist halt gut. Ganz klar. Und auch beim 2470, ne? 2470 ist ja so das meistverkaufte Ja. Zoom-Objektiv für eine Vollformatkamera, muss man ja sagen. Ne? Das ist so das Standard-Zoom. Und auch da, dass da nochmal so viel mehr geht an Qualität, fand ich schon sehr beeindruckend. Also ich bin nicht so der Zoom-Typ. Ja? Jeder, der meinen YouTube-Kanal verfolgt, der weiß das. Ich bin eher der Festbrennweiten-Typ. Nichtsdestotrotz kommen natürlich Zooms immer dann zum Einsatz, wenn es Sinn macht. Und auch das ist deutlich leichter, sind fast 200 Gramm, ist auch eine ganze Menge. Was mich da aber noch viel mehr fasziniert, ist die Bildqualität. Und vielleicht können wir es ja mal ganz einfach machen. Ich muss jetzt noch mal kurz den Ton in die Hand nehmen und mal nach da hinten gehen, weil ich habe ja beide Objektive hier heute mit dabei. Wir haben zum einen das alte, ich stelle es mal gerade nach hier vorne, und zum anderen das neue, das ist hier dran. Und dann kann ich euch auch gerne mal den Unterschied zeigen. Also montiere jetzt einfach mal ab. Wird meine Kamera kurz überleben. So, ich habe hier das alte 2470 ohne die Störlichtblende. Ich mache die hier auch mal ab, dann ist der Größenvergleich ein bisschen besser. Und hier das neue. Und ja, der Unterschied ist schon relativ groß. Ja, ich zeige euch die mal nah an die Kamera. Das ist nicht nur deutlich schlanker geworden, sondern auch deutlich kürzer, wie man sehen kann. Ja, und ja, es hat noch ein paar Zusatzfeatures bekommen. Es hat zum Beispiel eine zweite Taste hier oben, damit man es im Hoch- und im Querformat benutzen kann. Ein Blendenring ist dazu gekommen. Und eine Sache, die ich persönlich ganz besonders gerne mag, ist dieser Smooth and Tight Schalter Ja. hier. Den finde ich wirklich richtig interessant und ich kann den ja mal einfach kurz zeigen. Ich montiere mal kurz noch den Griff von meiner 7S3 ab. Das war jetzt die Kamera, an der das halt vorhin Ja. drauf war, ne? Deswegen habe ich jetzt die jetzt genommen. Den Griff kann man ja nach da unten legen. Und auch die andere Kamera mache ich wieder zu. Und dann zeige ich das einfach mal. Ich finde den Schalter deswegen so interessant, weil er die Stärke von dem Zoomring bestimmt. Heißt, jetzt steht er gerade auf weich, auf ganz einfach zu drehen und dementsprechend kann ich hier den Zoomring mit zwei Fingern super easy drehen, super genau, ganz schnell. Und wenn ich das Ganze auf fest stelle, kann ich das Ganze auch drehen, aber der Widerstand, gegen den ich drehen muss, ist um ein Vielfaches höher. Und was ich gerne mache, und jetzt wird es ein bisschen tricky, ich muss auch den Kollegen mal bitten, jetzt auf die Totale umzuschalten, damit man sehen kann, was ich hier eigentlich mache. Wenn ich mit der Weicheneinstellung sowas mache, dann fährt das Objektiv Ja. raus. Ja? Warum? Weil es einfach wirklich so weich und so leicht geht, dass das Gewicht mich in die Lage versetzt, quasi den Zoom zu betreten. Wenn ich das jetzt hier auf fest stelle, dann kann ich mich da anstrengen, wie ich will. Das Objektiv fährt nicht raus. Es ist wirklich so fest, dass es auch in der Überkopfposition festhält. Und das finde ich in der Praxis echt gut. Das kenne ich sonst nur vom 100-400 G-Master. Aber das ist natürlich für alle, die mal Überkopf fotografieren oder die Kamera vielleicht irgendwo aufbauen, ein echtes Highlight. Und das ist halt der totale Zugriff auf das Objektiv immer. Egal ob fest oder weich. Finde ich echt gut. Hat mir sehr gut gefallen. Das Ganze haben wir auch letztens, ich weiß nicht, ob du das schon mal getestet hast. Es gibt ja, ne, Gimbals, gang und gäbe. Und wir haben einen Ronin S mit dem Fokusmotor. So, normalerweise bei so Zoom-Objektiven, man möchte das gerne mal an einen Zoom-Ring auch setzen, ne, für die schöne Kamerabewegung und Zoom dann gleichzeitig. Und das ist meistens zu steif.
Die Motoren drehen dann einfach irgendwann durch. Und wir haben es getestet, wenn wir das auf Smooth stellen, ohne ein S, Fokusmotor an den Zoom-Ring, können wir wunderbar beiden laufen, dann noch nebenbei Zoom. Das ist super, das funktioniert. Weil es halt wirklich ganz weich und ganz feinfühlig geht. Und das ist was, das ist, wenn wir filmen, auch für uns immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist eine Kleinigkeit, aber es ist einfach nochmal verbessert. Plus fast 200 Gramm weniger Gewicht. Ne? Und das ist halt schon ein relativ großer Unterschied. Ja. Ich ziehe mal gerade noch das HDMI-Kabel raus, weil das, was mich am allermeisten begeistert hat, ist was ganz anderes. Und ich weiß nicht, warum er hier umgeschaltet ist. Und wir können ja mal gucken. Ja, ist das hier vielleicht der richtige Port? Nein? Eigentlich müsste HDMI 1 richtig sein. Ne, doch HDMI 2 tatsächlich. HDMI ist hinten. Da kriegen wir aber kein Signal. Ich teste das nochmal. Ich gucke auch mal eben. Ja, und dann würde ich euch nämlich ganz gerne mal ein paar Bilder einblenden. Dann können wir schauen. Also der Fernseher kriegt einen kein Signal. Bekommen. Ja, liegt hier hinten an der, an unserem, ich nenne es mal Splitter. Ja. Okay. Kommt gleich wieder. Dann gehe ich in der Zwischenzeit schon mal hin und suche auf jeden Fall schon mal die Bilder raus, weil ich habe nämlich in... Ja, der Fernseher aber auch nicht. Kommt aber gleich. ...meinem YouTube-Kanal ja dazu ein Video gemacht zu dem neuen Objektiv. Und habe das Objektiv auch getestet. So, da kommt auf jeden Fall schon mal der Fernseher wieder. Und jetzt sehen wir das Bild. Perfekt. Ich habe auch den Ordner schon mal aufgerufen. Und... was ich bei mir im YouTube-Kanal ja immer mache, ist, ich teste Objektive und stelle dann quasi auch die Original-RAW-Bilder für den Download-Bereich. Ne? Das heißt, ihr könnt dann immer auch die Bilder runterladen und bei euch auf dem Computer gucken. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme euch jetzt mal mit in die 24 mm. Ich habe das mit 3 G-Master-Objektiven gemacht. Mit dem alten 24-70, was mein eigenes ist, mit dem 24-1.4 G-Master, was mein eigenes ist, und mit dem neuen. Und der Test, den ich gemacht habe hier, den habe ich absichtlich draußen gemacht. Weil ich sehe es ganz häufig, dass Leute Tests machen von einem Testchart. Ja. Und Objektive nur im Nahbereich testen ist keine gute Idee. Weil eigentlich muss man solche Objektive in der Brennweite testen, wo sie auch am meisten eingesetzt werden, und auch in der Entfernung. Das heißt einmal in unendlich, sehr weit weg, einmal in dem Bereich, wo man normalerweise fotografiert. Und der Nahbereich, da sind die Objektive meistens etwas anders von der Abbildungsqualität. Ja. Was ich jetzt absichtlich mal mache, ich erkläre kurz den Aufbau, ist, ich habe in der Mitte scharf gestellt und wir gehen jetzt aber mal auf den ganzen Bildrand. Ja, ich gehe also wirklich mal weit hier rein und ihr seht auf der linken Seite diesen kleinen grauen Streifen, da ist das Bild zu Ende. Ja, also wir sind jetzt wirklich am Bildrand auf der linken Seite und wenn ihr mal auf die schiefern Kacheln des Hauses guckt, wenn ihr mal auf die Kante von dem Fenster guckt oder auch hinten die Bäume, dann könnt ihr so ein bisschen die Schärfe bei 100% beurteilen. Ich blätter jetzt einfach mal zum nächsten Bild. Das hier wäre Bild Nummer 2. Du siehst den Unterschied sofort, ne? Klar, ich hoffe, das im Stream kann man es auch genauso gut sehen. Und das hier wäre Bild Nummer 3. Und wir können ja mal die Leute abstimmen lassen, welches von den Bildern sie am besten fanden. Also Bild Nummer 1. Dauert ein Momentchen, bis es scharf ist. Moment. Na? So, Bild Nummer 1, Bild Nummer 2 oder Bild Nummer 3. Können die Leute ja mal reinschreiben, welches sie am besten fanden. Und ich werde natürlich das Ganze auch gleich auflösen und würde dich natürlich auch gerne in der Zwischenzeit fragen. Welches ich am besten finde? Von denen ich, also 2 ist für mich das Schwächste. Ja, okay. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Bild Nummer 2 ist mit Abstand das Schwächste. Ich hätte es jetzt geschätzt, das ist das alte G-Master. Da hast du vollkommen recht. Das schlechteste Bild ist das alte 2470 bei Blendenwert 2.8. Ja, Umfrage ist im Chat. Und, sehr gut. Ne? Das ist also das alte G-Master. Das ist an der 61-Megapixel-Kamera, wie man sieht, am Rand nicht optimal. Gerade nicht, wenn man auf unendlich fokussiert hat, weil das ist wirklich weit weg gewesen. Ja. Also es waren bestimmt 25, 30 Meter. Ne? Jetzt wird es schwierig, da sehe ich. Und jetzt pass auf, das hier gegen das hier. Auf meinem Laptop sieht man es relativ deutlich. Ja. Also Bild Nummer 3 oder Bild Nummer 1? Ich würde spontan sagen 1 von dem Fernsehbild, was ich... Ja? Das, ja. Ja, da sind wir uns einig. Okay, ist es das neue G-Master?
Ich verrate erstmal, was Bild Nummer 3 ist, während die Umfrage noch läuft. Und ich hoffe, dass die Leute jetzt so ein bisschen geschaut haben. Ich blätter mal auf das Bild Nummer 3 und gehe einfach mal in meine Detaileinstellungen. Das ist hier Bild Nummer 3. Mhm. Und wir können in den Metadaten ja mal nachgucken, was für ein Bild es ist. So. Und da siehst du, es ist das 24 mm 1.4G Master, aber abgeblendet auf 2.8. Oh. Heißt, meine Festbrennweite war nicht so gut wie das neue Zoom-Objektiv. Und das ist halt sowas, ich mag mein 24 1.4G Master echt gerne. Ja. Und es ist ein tolles Objektiv, wirklich. In Sachen Schärfe kann zumindest das, was ich zu Hause habe, mein eigenes, nicht mit dem neuen Zoom-Objektiv mithalten. Das ist krass. Und das ist halt echt krass, weil das erste, hier steht es auch, ne, hier in blau, ich hoffe, ihr könnt es lesen, das ist nicht zu klein im Stream, ist es wirklich das 24-70 G Master 2. Krass. Also wir haben auch die Umfrage gemacht, die meisten haben es auch erkannt tatsächlich. Sehr gut. Wir haben gesagt, Bild 1 mit 77% ist am schärfsten von den 27 Leuten, die mitgestimmt haben. Also Hut ab für die G Master Linse. Und sind wir mal ehrlich. Wir sprechen über ein Zoom-Objektiv. Ja. Bisher galt immer, Festbrennweiten immer sind viel besser als Zoom-Objektive. Und jetzt habe ich ja die Festbrennweite auch abgeblendet noch auf 2.8. Mhm. Das eine ist offen, das andere ist geschlossen. Mhm. Und daran sieht man schon so ein bisschen, was da geht. Das setzt sich übrigens fort und vielleicht so für alle, die jetzt sagen, ja, das glaube ich so oder so nicht. Ich mache meine Tests immer so, dass ich neu fokussiere und zwar 3 oder 4 Mal. Ich mache immer von jedem Objektiv 3 oder 4 Bilder, damit ich ausschließen kann, dass ein Bild verwackelt ist, damit ich irgendwas nicht zeigen kann und so weiter. Und ich suche dann immer das Schärfste aus. Ja, also ich bin hingegangen und habe das schärfste Bild ausgesucht und das war dieses, was ihr hier gerade gesehen habt. Und das ist was, das macht mir dann auch, weil ich denke dann auch drüber nach, wäre es vielleicht nicht doch sinnvoller, so ein Zoom-Objektiv zu kaufen? Ich werde das wahrscheinlich nicht tun, weil ich es einfach seltener einsetze. Und mein altes G-Master ist zwar deutlich schlechter, aber ich benutze es nur für Video. Und bei 8 Millionen Bildpunkten ist der Unterschied dann spielt dann keine Rolle mehr. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn man fotografiert, ist das natürlich ein Fakt. Wenn ich 3 Objektive festbrennweit mitnehmen muss oder 4, um das abzubilden und ich bekomme da die bessere Qualität, ist das eine Ansage. Das auf jeden Fall. Was mir persönlich auch eins meiner Hauptfeatures eigentlich bei dem neuen ist die Nahenstellgrenze. Ja. Das ist sowohl jetzt bei dem 2470 als auch beim 70-200. Mhm. Wir sind hier immer im Studio, wir haben einen sehr beengten Raum teilweise, vor allem wenn wir eine Produktaufnahme machen möchten. Und dann ist es schon sehr praktisch, wenn man ein bisschen näher rankommt. Klar, ne? Wenn du dann auf 70 Zentimeter rankommst statt auf 1 Meter, das ist ein deutlicher Unterschied, das merkt man. Und das ist genau das, wo Objektive sich hinentwickeln. Man kann ja auch prinzipiell sagen, alle neuen Objektive sind ungefähr 2 Generationen vor den Kameras. Mhm. Das heißt, wenn man heute so ein neues Objektiv kauft, dann wird das auch zukünftige Auflösungsstufen noch problemlos erfüllen. Und das ist ja immer auch eine ganz gute Sicherheit, die man da hat. Also die neuen Objektive sind allesamt viel, viel besser geworden. Mhm. Willst du noch den Vergleich bei 70 sehen? Oder klar, gerne. Ne, also wenn, dann wollen wir auch gucken, ob das dann auch wirklich durch die ganze Bandbreite noch besser ist, ne? Und nicht nur auf 24 mm. Genau. Bei 70 mm haben wir ja keine Festbrennweite im Sony-Lineup, deswegen habe ich jetzt hier in dem Fall nur die beiden Zooms miteinander verglichen. Bei 35 mm, bei 50 mm habe ich das neue 35-1.4 und das 50-1.2 verglichen. Also wer das sehen will, guckt bei mir im Kanal, wie gesagt, gibt es die Bilder zum Download. Und hier habe ich das Motiv relativ in der Bildmitte gewählt. Meine Kamera stand übrigens auf einem super schweren Stativ, auf so einem Gizo Systematic 3. Das ist wirklich ein riesen Monster-Stativ. So, und wir können uns das hier mal angucken. So, das ist Bild Nummer 1. Und das hier wäre Bild Nummer 2. Oh. Und nein, schärfer wird es nicht. Oh. Auf dem Bild Nummer 2 würde man auch vielleicht nicht erkennen, dass es Muscheln sind, die man da sieht. Ne? Ja. Während man das auf Bild Nummer 1, dauert immer einen kleinen Moment, bis es scharf wird, weil das Bild ist noch nicht vorgerendert hier. Ja, da dann noch ganz gut sehen kann. Und ich kann es ja auch nochmal für euch vergrößern, dass ihr hier oben vielleicht mal reinschaut in das Motiv über der Tür. Und ich blätter mal hin und her. Ne? Da kann ich diese Linien so ein bisschen leicht verschwommen sehen und hier sind sie einfach scharf abgebildet. Und wenn ich hier an die Seite gehe von dem Bild, diese Muschelornamente, ja, das ist das okay und das ist das, was ich eigentlich haben will. Und wenn man das halt einmal gesehen hat, dann weiß man, hey, pass auf, da hat sich in der Bildqualität in diesen 6 Jahren, weil da diesen 6 Jahre in der Entwicklung zwischen, doch eine ganze Menge getan. Ja. Und das neue Objektiv ist kleiner, es ist leichter, es ist viel schneller im Autofokus.
Es hat viele Zusatzfunktionen bekommen. Es macht also durchaus Sinn, das neuere Objektiv zu kaufen. Das auf jeden Fall. Hast du was Ähnliches auch bei dem 70-200er zufällig? Klar, habe ich auch getestet. Aber da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen, weil beim 70-200 ist es so, dass das ja eins der Objektive ist, das mit Telekonverter funktioniert. Mhm. Und ich würde gerne einen Mythos aufklären zu den Telekonvertern. Gerne. Ich selber habe mit dem 600er, was da hinten steht, ja den Zweifach-Telekonverter das erste Mal wirklich getestet. Und ich war erschrocken, wie toll die Bildqualität mit dem Zweifach-Telekonverter ist. Zweifach-Telekonverter, 600 mm G-Master, Bombenqualität, wirklich. Kann ich auch gerne nachher nochmal zeigen. Jetzt konnte man in ganz vielen YouTube-Videos hören, ja, nee, der Zweifach-Telekonverter, den würde ich nicht empfehlen, weil der ist so schlecht. Mhm. An dem 200-600, an dem 100-400 oder an dem alten 70-200 liefert der ja keine richtig guten Ergebnisse. Ja. Und das stimmt. Das Problem ist, es liegt aber nicht am Telekonverter. Es liegt eher daran, dass diese Objektive, diese ja, gesteigerte Auflösung, die dann zur Verfügung stehen muss, einfach noch nicht können. Ja. An dem Objektiv, am 400 mm 2.8 funktioniert er übrigens auch ganz gut und am 79-200 ist der Zweifach-Telekonverter eine echte Bank. Du bekommst ein wirklich viel, viel, viel besseres Bild. Und das genau habe ich probiert. Ich habe nämlich das 70-200 in der alten, in der neuen Variante eben mit diesem Zweifach-Telekonverter probiert und an dem alten 70-200 ist das Ergebnis und am neuen ist es super. Ich wollte schon sagen, weil ich kenne es auch noch so, Kunden fragen dann so, ja, damit Telekonverter oder lieber das 100-400, sage ich, wenn du es wirklich brauchst, nimm es 100-400. Einfach. Stimmt jetzt nicht mehr. Ja, okay. Dann. Nein, also das Ding ist ganz einfach. Du vergrößerst ja quasi einen Ausschnitt aus deinem Bild nach. Und wenn du jetzt eine Kamera hast, die 61 Millionen Bildpunkte hat, ne? Das alte 70-200 wurde entwickelt für eine Kamera, die 36 Millionen Bildpunkte hat. Die kann ohne Telekonverter auch noch gut die 61 Megapixel abbilden. Nicht perfekt, aber sehr gut. Ja. Nur wenn du jetzt noch einen Ausschnitt machst und dann vielleicht auf 120 Megapixel einen Ausschnitt machst, ne, und in dem Bereich bewegen wir uns ja, das kann das Objektiv dann nicht mehr. Ja. Der Telekonverter kann aber erstaunlicherweise. Und das ist dann was, das fand ich ganz interessant. Und ich kann euch das natürlich auch mal zeigen. Ich sortiere mal gerade die Bilder hier und sorry dafür, das ist mit dem genau gleichen Telekonverter, mit genau der gleichen Kamera gemacht, aber die Objektivschellen haben leider einen kleinen Versatz in der Höhe. Das heißt, man kann jetzt, wenn man die Bilder sich anschaut, ich kann ja mal hin und her blättern, dann seht ihr ein bisschen, das hat ein bisschen anderen Bildwinkel bekommen. Ja. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich jetzt auch über 400 mm reden. Ne? Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, den Unterschied zu zeigen. Aber ich werde mich natürlich bemühen, das trotzdem zu zeigen. So, wir gehen mal hier rein. Und ich würde euch mal bitten, euch diese Struktur hier anzugucken. Dieses stark kontrastige Schornsteine. Ja? Mhm. So. Dauert, wie gesagt, einen kleinen Moment, bis das zweite Bild auch scharf ist. Und da sieht man schon hier, sieht man sowohl hinten im Turm als auch in dem Dach, da fehlt es an Kontrast und an Schärfe. Und hier, na komm, da habe ich deutlich mehr Kontrast, deutlich schärfere Abbildung. Und das war jetzt bei 400 mm mit dem Zweifach-Telekonverter gemacht. Das ist echt gut. Okay, ich muss mal doch dann langsam mal überlegen, wenn ich dann Leuten den ans Herz lege oder nicht. Also der funktioniert mit vielen Objektiven okay, aber mit den neuen Objektiven funktioniert er wirklich richtig gut. Da kannst du die volle Qualität ausspielen. Und da muss man halt ganz einfach sagen, ist ja auch logisch, wenn ein Objektiv zwei Generationen vor der Kamera ist. Mhm. Ne? So. Und es wurde entwickelt für 36, dann kann das Objektiv die 60 noch, aber es kann dann eine Nachvergrößerung einfach nicht mehr. Und das neue Objektiv wurde entwickelt für 61, das heißt, das kann auch die nächste Nachvergrößerungsstufe noch ohne Probleme. Und genau das ist der Unterschied. Also von daher, da sieht man einfach, wie viel weiter sich die Objektive entwickelt haben. Und das stimmt. Ich glaube, über das Gewicht müssen wir nicht sprechen. Wobei, das lässt sich hier im Livestream ja nicht zeigen. Ja, leider. Ein Tipp, wenn ihr die Option habt, und das meine ich jetzt wirklich ernst, kommt in den Laden, nehmt das alte in die Hand, nehmt das neue in die Hand und alle, die ich kenne, sagen, boah, das kann doch nicht sein. Alle. Ja. Durch immer. Die Bank weg. Es macht einfach richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich werfe dir mal ein, zwei Fragen in den Kopf, damit. Ne, die ja gerade reingekommen sind. Es geht einmal um das Zeiss 16 bis 35 Blende 4. Mhm. Ob das noch eine Empfehlung wäre oder mittlerweile schon eher so ein Absacker ist. Ich habe auch das getestet, natürlich gegen das neue 16-35 PZ, das Power Zoom. Und das Power Zoom ist deutlich schärfer. Ja. Das ist aber nicht das Ding.
Das Zeiss-Objektiv ist immer noch eine sehr gute Wahl, wenn man es abgeblendet verwendet. Das heißt, bei Blendenwert 4 ist es in der Schärfe und den Farbsäumen nicht perfekt. Wenn es auf 5, 6 oder auf 8 abblendest, was ja mit den Kameras problemlos noch geht, dann ist es ein super gutes Objektiv. Es ist relativ klein, es ist relativ leicht und es liefert für Landschaft immer noch eine sehr gute Qualität. Wenn du jetzt neu entscheiden musst, welches würde ich neu kaufen? Ich würde das neue Powerzoom kaufen, weil es einfach wirklich schärfer ist. Es ist nochmal leichter. Und ob man jetzt den Motor braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Es würde sich auch noch besser für Video eignen. So, deswegen würde ich immer sagen, man muss relativ genau entscheiden bei Objektiven, was ist mein Einsatzgebiet. Und ich möchte es vielleicht mal mit einem anderen Beispiel machen, damit es so ein bisschen klar wird. Ich habe ja 35 mm Objektive getestet. Ich hatte das Sigma dabei, ich hatte das Sigma 1.2, muss ich da vielleicht dazu sagen, das neue 35 1.4 G Master, das alte 35 1.4 Zeiss und das 35 1.8. Und obwohl das 35 1.8 das günstigste ist die Bildqualität, selbst an einer 61-Megapixel-Kamera, richtig, richtig gut. Ja, das G Master ist ein Tick besser, aber auch das ist ein echt gutes Objektiv. Und es wiegt aber halt nur die Hälfte. Es ist Stimmt. klein, es ist leicht. Und wenn man jetzt 35 nicht als Hauptbrennweite hat, was man ständig verwendet, so wie du Ja, vorhin bei der Hochzeit genau. erzählt hast, dann tut es wahrscheinlich auch das 1.8er. Auch das ist ein gutes Objektiv. Wenn man Maximum haben will, ist es das G Master. Und das muss man halt einfach überlegen, ne? Man muss sich selber überlegen, wie oft benutze ich das und macht es für mein Einsatzgebiet Sinn. Stimmt. Ja, und ich glaube, das ist was, das wird am meisten unterschätzt. Weil es gibt nicht das beste Objektiv. Es gibt immer nur das Nee. beste Objektiv für ein bestimmtes Einsatzgebiet. Ja, deswegen gehe ich auch bei meisten Leuten hin und sage, fangt erstmal auch mit einem Zoom an, fotografiert alles, was ihr macht, geht dann später mal durch die Bibliothek, sortiert das mal nach verwendeten Brennweiten und dann schaut, sammelt sich das irgendwo, ne? Und dann, okay, vielleicht solltest du dann in dieses Objektiv mal was reingucken, vielleicht gibt es da was, was dir wirklich gefällt. Und das Schöne ist, das kann man heute mit 3 Klicks machen. Ja. Ich kann das auswerten und kann gucken, mit welcher Brennweite fotografiere ich am meisten. Und wenn ihr sowas nicht habt, ihr könnt auch einfach bei eurem Zoom-Objektiv gucken, mit welcher Brennweite mache ich denn Klar, am das auch. meisten, am liebsten meine Bilder. Das steht vorne drauf. Und dann weiß man einfach, was für einen selber Sinn macht. Ne? Deswegen Zoom ist da auch super Alternative erstmal zum Einstieg und dann spezial dann schön raussortiert. Genau. Supi, dann habe ich noch eine Frage. Ist das 135 mm immer noch dein Lieblingsobjektiv? Ja. Ja, und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Wobei ich fairerweise sagen muss, beim Fotografieren. Und ich habe das lange Zeit ja auch erzählt und jeder, der mich von einem Live-Event kennt, der weiß es auch. Ich mag 50 mm gar nicht. Zum Fotografieren, bitte nicht falsch verstehen. Beim Film ist es das meistgenutzte Objektiv für unsere Close-Einstellung. Das 50 mm 1.2 macht auch richtig Spaß. Ich würde es nur fürs Filmen kaufen. Also das Ding ist, beim Filmen und beim Fotografieren unterscheidet sich da mein Einsatzgebiet ein bisschen, weil 135 zum Filmen mir immer ein bisschen zu lang. Wir filmen ab und zu mal mit dem 85er, auch das geht gut, aber Ja. 135 ist Filmen immer zu lang. Wenn ich aber fotografiere, habe ich es immer dabei. Also Einsatzgebiet abhängig. Genau. Dann habe ich noch Sony 200 bis 600 mit Telekonverter 1.4 und Telekonverter 2.0. Mit dem Zweifach-Telekonverter kommt es ein bisschen auf die Kamera an, aber in vielen Bereichen wird es einfach kritisch, kann man ganz klar sagen. Der 1.4er funktioniert da besser, weil einfach nicht so stark nachvergrößert wird. Also mit 1.4er, sichere Bank, funktioniert, ja, du bekommst ein großes Plus an der Bildqualität und ohne jetzt zu wissen, mit welcher Kamera. Zweifach-Telekonverter wahrscheinlich bis zu einer 7.4, bis zu 33 Megapixeln wird auch noch ganz gut funktionieren. Oben drüber wird es dann kritisch. Okay, Alter. Ich werfe auch nochmal einen Aufruf rein, ne? Wenn ihr noch Fragen habt, einfach reinhauen. Ich sammle die und dann stelle ich sie zwischendurch einfach mal so in kleinen Bahnen. Wir hatten gerade über die neuen Varianten von den G-Mastern geredet gehabt, ne? Vom 2470, 70-200er. Das sind jetzt die Zooms. Es gibt noch ganz viele Festbrennweiten, die wir schon angeschnitten haben. Hast du da so einen Liebling eventuell sogar? Von den ganz neuen 35 1.4 G Ja. Master. Also meine beiden Brennweiten sind einfach 35 und 135. Und ich erwische mich immer, wenn ich mit dem Zoom-Objektiv arbeite und Sachen fotografiere. Ich lande immer bei 35 mm, wenn ich mit dem Standard-Zoom arbeite. Immer. Das ist fürs Fotografieren meine Brennweite einfach in dem Weit. Aber das ist ja durchaus super unterschiedlich. Ne? Ich habe früher ein bisschen weitwinkliger fotografiert. Also vor 15 Jahren hätte ich gesagt 24 und 85, da Okay. waren das meine zwei, aber das hat sich in der Zeit immer so, ja, ein bisschen,
Bisschen verschoben. Bisschen verschoben. Und ich finde auch die Freistellung mit 35 einfach nochmal interessant. Ja, das stimmt. Das war auch immer so eine meiner Lieblinge gewesen. Ich habe damals das Art verwendet gehabt. Mhm. Super geiles Objektiv. Kann ich auch nur empfehlen. Mir fällt gerade nur ein, wo wir die Zoom-Linsen hatten. Ich habe eins vergessen tatsächlich, wenn wir einfach noch einen Schritt weiter weit gehen. Das 1224. Das 1224er. Ich habe es nie so direkt auf dem Schirm, aber es ist ja eigentlich so, die Trilogie ist ja eigentlich mit dem 1224er da. Es ist ein Brecher, aber es ist auch wirklich lohnenswert. Naja, für das, was es ist, so ein Ultraweitwinkel, ist es relativ klein und relativ leicht. Wir haben es ja auch da. Ich kann es ja mal nach vorne holen. Moment, mache ich mal gerade. Ich muss nur immer meinen Ton mit in die Hand nehmen. Weil ich soll ihn nicht in die Hosentasche stecken. So, und das 1224 ist, ich glaube, das Objektiv bei Sony, wo die Ingenieure am stolzesten drauf sind. Mhm. Weil kein Mitbewerber hat ein 1224-2.8. Ne, es gibt noch ein 1124 Blende 4 beim Mitbewerber, aber es gibt kein 2.8er mit 12 mm Anfangsbrennweite, kein Zoom. Und es ist einfach eine Bombe in der Qualität. Also wirklich eine Bombe. Und jetzt muss ich natürlich eine Sache dazu sagen. Die Bilder, die ihr gleich sehen werdet, sind nicht besonders schön. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich das Objektiv für meinen Test nur einen Tag hatte und es hat auch noch geregnet. Ja. Trotzdem kann man das Ergebnis relativ gut sehen. Und zwar ist das in der Nähe, wo ich auch wohne. Und da habe ich einfach die Chance genutzt, das zu zeigen. Und ich mache das mal ganz einfach. Ich zeige euch mal den Vergleich. Und wir gehen mal auf das hier. So. Wie gesagt, kein schönes Bild, aber ich brauchte natürlich auch ein Motiv, was viel Tiefe im Bild hat, was Kanten hat, wo man Schärfe sehen kann. Und das ist jetzt fotografiert mit 12 mm. Mhm. Und ich vergrößere auch das mal hier in der Bildmitte jetzt in diesem Fall. Das ist Bild Nummer 1 und das ist Bild Nummer 2. Hast du schon einen Favoriten? Noch Alex. Das ist schärfer irgendwie, ne? Ja. Ja, sieht man hier wunderbar, wenn man hinten auf das Gebäude guckt. Genau. Hier kann man die Details noch erkennen. Man sieht es übrigens auch hier an dem Rohr natürlich, klar, keine Frage, aber es ist schärfer. Ja. Das ist ja jetzt relativ Bildmitte. Das ist übrigens auch genau der Bereich, in dem ich scharf gestellt habe. Ich würde euch natürlich gerne mal Bildrand zeigen. Und wir sind jetzt sehr stark vergrößert, das mache ich extra für den Livestream. Ja? Mhm. Also wir sind hier wirklich, hier neben ist das Bild zu weit. Da siehst du wieder den grauen Streifen, ja. Das ist das 1224 Blende 4. Ja. Ein richtig gutes Ultraweitwinkelobjektiv, klein, leicht. Und das ist nur so lange gut, bis man das gesehen hat. Ja, also das ist halt schon ein Hammerunterschied. Ja. Ob der Unterschied jetzt den doppelten Preis rechtfertigt, das muss jeder für sich selbst wissen. Klar. Aber für alle, die, ich sag mal, Messen fotografieren, wo sie Stände fotografieren müssen, für die die Architektur fotografieren oder für die die Astro fotografieren wollen, wo dann eben auch Lichtstärke ein Thema ist, ist das 2.8er die definitiv bessere Wahl. Ja. Wenn ihr nur Landschaften fotografiert und ihr wollt klein und leicht sein und ihr blendet es so oder so ab, dann kann es auch sein, dass ihr mit dem Blende 4 wunderbar zufrieden seid, ne? Weil es ist ein gutes Objektiv, es macht nichts falsch, aber es kann halt nicht mit dem G-Master mithalten. Das stimmt. Man muss auch dazu sagen, Schärfe ist nämlich eine Sache, Verzeichnungen ist auch noch was anderes und auch da hält sich das auch wirklich extrem gut, wenn man halt ne, auf Gebäude auch mal Architekten dann zu tun hat. Sieht man gut im Vergleich zu anderen Weitwinkeln. Ja, und das ist aber was, die Objektiventwicklung hat einfach in den letzten Jahren wahnsinnige Sprünge gemacht und Sony hat da sehr, sehr viel Geld investiert und hat eben mit G-Master gesagt, wir wollen eine Serie auf dem Markt haben, wir wollen der Qualitätsführer sein. Wir wollen das Objektiv sein, an dem sich alle anderen messen müssen. Ja. Und mal dahingestellt, ob die das geschafft haben oder nicht, in vielen Bereichen haben sie es geschafft und das ist ein guter Anspruch. Das ist ein guter Anspruch, um Objektive zu entwickeln. Ja, und das ging ja mit dem 600 dann weiter. Ja. Also das kann man eigentlich bei allen G-Master-Objektiven so sehen. Es ist halt wirklich so der Sprung, man sieht halt, dass Sony halt wirklich auch weiterentwickelt. Die sehen halt immer den Schritt in die Zukunft, ne? Die wissen schon, irgendwann kommt immer mehr Auflösung, darauf wird es irgendwann hinauslaufen. Wir brauchen Objektive, die das alles mitmachen. Die alten Sachen sind gut, aber wir können noch besser und es ist Potenzial nach oben und das reizen wir aus. Das sieht man auf jeden Fall. Ja. Hast du denn sonst noch irgendwelche Fragen? Yes, es kam wieder ein paar rein. Kommt ein neues, leichteres 1224-2.8. Ich finde, es ist schon relativ leicht und ich glaube nicht, dass aktuell ein neueres kommt, weil es kann problemlos mithalten und es ist auch nicht alt. Es ist 2 Jahre auf dem Markt, ne? Oder 2,5. 2 ungefähr, meine ich. Ich meine auch ungefähr 2. Ich kann ja mal gucken, wann ich die Fotos gemacht habe.
Ich hoffe, das Datum war richtig eingetragen. Da merkt man erstmal manchmal, wie viele Sachen immer rauskommen. Da Aufnahmedatum 8.7.20. Ne, also 2 Jahre ungefähr. Ja, 2,5 schon bald. Ja, ich sage ja Eieiei. zwei, zweieinhalb. Zeit rennt. Vergleich zwischen 70-200GM1 versus 2. Eventuell gerade ein bisschen später eingeschaltet. Wir können es gerne kurz nochmal Also, zusammenfassen. der Vergleich, definitiv das neue Objektiv ist die bessere Wahl. Wenn man kein Objektiv hat, kauft das neue. Ihr werdet glücklicher. Es ist viel leichter, es ist viel schneller im Autofokus, es liefert eine höhere Auflösung. Wenn ihr schon das alte habt, müsst ihr überlegen, macht das für mich Sinn? Wenn ihr jetzt eine niedriger auflösende Kamera habt, eine Alpha 7.3, eine Alpha 7.4, würde ich sagen, hey, du hast ein gutes Objektiv, behalt's, investier dein Geld lieber in ein anderes Objektiv. Weil dann kannst du mehr Sachen abdecken beim Fotografieren. Ne? Das wird für die meisten Leute wahrscheinlich die bessere Wahl sein. Wenn Gewicht für dich ein Thema ist, wir haben ganz viele Leute, die sagen, ich muss das aber den ganzen Tag halten und dann spielt es eine große Rolle. Dann kauf ganz klar das Neue. Ne? Gar keine Frage. Wenn man aber zufrieden ist, würde ich nicht, also ich würde wahrscheinlich nicht upgraden. Ne? So, wenn ich die Voraussetzung habe, ich habe eine niedriger auflösende Kamera, also Genau. jetzt nicht eine eine Alpha 1 und eine 7R4, eine 7R5. Und dann würde ich wahrscheinlich ich für mich nicht upgraden, außer ich hätte einen speziellen Need. Ja, bei einer Alpha 1, klar, Autofokus ist ganz klar ein Thema. Das Neue ist viel, viel schneller. Und wenn man neu kauft, ganz klar, ich würde die neue Version kaufen. Würde ich auch genauso unterschreiben. Ich meine, für mich als Filmer, ne, ich habe gerne noch so einen Blendenring halt auch von der Bedienung gern da, ne? Klar. Das kommt auch noch mit dazu. Finde ich optisch auch ein bisschen schöner auch. Aber das ist ja fast egal, aber ich kaufe auch oftmals was für eine Optik. Ich kann es auch nur so unterschreiben, ne? Nahenstellgrenze, Gewicht sind für mich die zwei Killer-Argumente für das Neue. Schärfe hätte es für mich noch nicht mal wirklich gebraucht. Das alleine wäre es für mich wert gewesen, eigentlich das andere zu nehmen. Sehe ich ehrlich. Dann haben wir eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es schon getestet hast. Das Tamron 2875 G2 im Vergleich zu den G-Mastern 2470? Nee, habe ich nicht. Ich wette, das neue G-Master hat keine Chance. Das glaube ich Was auch. ich nicht böse meine, weil das Tamron ist ein echt gutes Objektiv, gar keine Frage. Was ich nicht böse meine, weil das Tamron ist ein echt gutes Objektiv, gar keine Frage. Das 2470 hat so abgeliefert in allen Bereichen. Das kann, also wirklich, das kann auch mit einem 35-1.4 mithalten, mit einem 50-1.2. Die beiden sind ein Tick besser, was Kontrast angeht, als das Zoom. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das nur irgendwo in die Nähe kommt als Zoom-Objektiv. Und ich habe noch kein anderes Zoom-Objektiv in dem Bereich gesehen, was das kann. Also, ohne dass ich jetzt in Tiefe getestet habe. Ich meine, wir haben es auch gesehen, als 24 mm verglichen hat, das gegen die Festbrennweite, das war schon ein guter Schritt. Genau. Na, auf jeden Fall. Dann eine Frage auch mal an dich: Welche Brennweite vermisst du im Sony-Line-Up? Gibt es da irgendeine Brennweite, wo du sagst, da hätte ich gern noch was? Es gibt ein paar Objektive, die mir fehlen, aber brennweitentechnisch eigentlich nicht. Also ich weiß zum Beispiel eine Sache, die sich sehr, sehr viele Sportfotografen wünschen, ein 302,8. Weil es in der Halle, gerade bei Hallensport, eine echte Brennweite ist, die toll ist. Was ich mir auch gerne wünschen würde, wäre eine Brennweite, die länger ist als die 600 mm. Ja, vielleicht nicht als G-Master, sondern vielleicht eher auch was günstige Variante, weil ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die zu Hause ihre Vögel fotografieren, im Garten oder ihre Tiere oder eben Wildlife machen wollen und denen die 600 mm nicht reichen. Also vielleicht auch das könnte eine interessante Geschichte sein. Das sind so die zwei Sachen, wo ich sagen würde, das würde fehlen. Und eine Sache, die aber, glaube ich, gar kein Mitbewerber aktuell hat, also gar niemand auf dem ganzen Markt nicht, ist ein längeres Makro. Ne? 180 mm gab es früher mal. Ja, Das stimmt. ist für bestimmte Einsatzgebiete, gerade bei der Tierfotografie, echt eine Sache. Aber es baut keiner mehr eins. Nee, irgendwie nicht, ne? Also Alles so du jetzt kennst auch keins, 100, ne? nö, bis 100 oder so und dann ist Genau, danach ist Salat. Schluss. Ja. 100, 105 ist, glaube ich, das längste, ne? Genau. Ja, So, das sind vielleicht. so die zwei, wo ich sagen würde, da fehlt noch was. Ansonsten, das Ist mal Sony gut Lineup, abgedeckt. 70 Objektive gibt es aktuell, ist relativ groß. Alles klar. Subi, dann können wir gerne mal weiter gucken in die nächsten Brennweiten. Du hast ja auch noch ein bisschen was mitgebracht. Du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen. Wollen wir mal Sollen wir über den ganz den, großen anfangen? wollen wir Okay. mal, dann, wollen wir mal zeigen. Ja. Und jetzt mache ich was, das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber ich versuche es trotzdem mal in die Close-Kamera zu zeigen. Ja? Das kleine 600er. Und ich halte es absichtlich ganz hinten fest übrigens und absichtlich mit einer Hand. Und das mache ich nicht, weil ich so stark bin, sondern weil das Objektiv so leicht ist.
Kein Scherz, das ist echt einfach im Handling. Mhm. Und wer von euch von früher so ein Supertele kennt, ne? Ja. Wo die noch so 5, 5,5 Kilo wogen, das wiegt 3. Ja. Und 3 Kilo ist für so ein Supertele halt echt leicht. Ja. Und was hier noch als Besonderheit dazukommt, ist, dass der Schwerpunkt hier liegt. Mhm. Normalerweise sind die Supertels immer hier vorne schwer. Genau. Das heißt, wenn man sie hält, dann sacken die mit der Zeit immer so ab. Das passiert euch mit dem nicht. Und wenn man weniger Masse hat, kann man die auch schneller drehen. Das heißt, man kann sie auch beim Fotografieren einfacher nutzen. Und ich kann das ja mal gerade demonstrieren. Ich setze es mal an eine Alpha 7R5 an. Und man kann halt wirklich relativ fix relativ stark schwenken. Und ja, du musst es jetzt natürlich auch mal in die Hand nehmen. Ja, danke. Das ist jetzt die komplette Kombination, wie man sie zum Fotografieren verwenden kann. Ja, ich weiß, die Stativplatte würde jetzt unter das Objektiv gehören, habe ich jetzt auf der Schnelle nicht gewechselt, aber das geht. Ich habe es ja auch meistens nur von Bildern, das haben wir ja selten da, ne, dass man mal mit rumspielen kann. Ich muss es morgen früh auch wieder zurückgeben, ja, leider. Mein Beileid. Ja. Aber es ist halt echt. Ja, mit einem Finger halten, ne? Es ist echt gut. Ja, ich weiß, das ist jetzt was super Spezielles, ne? Also das Klar. ist wirklich für die Wildlife-Fotografen, für die ist es natürlich super interessant. Du kannst gucken, was die Jungs in der Regie machen, ne? Ungefähr. Alles klar. Ja, müsste auch klappen mit deiner Einsteingrenze. Es macht aber halt natürlich super Spaß. Und na klar ist das kein Objektiv für jedermann, weil dafür Nein. ist es einfach zu teuer und auch vom Einsatzgebiet zu speziell. Aber solche Sachen muss es natürlich in einem System auch geben. Ja. Und das ist genau das, was Sony ja auch gemacht hat. Sony hat, glaube ich, ganz, ganz viele Lücken im System Schrittchen für Schrittchen gefüllt. Und wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Master-Objektive. Aber ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute, die die kleinen Mini-Gs von Sony, ne, die sind super unterschätzt, das 40er und das 50er, sehr lieben, weil sie halt 170 Gramm wiegen. Und wenn du die an eine Alpha 7C packst, kannst du damit den ganzen Tag rumlaufen, hast eine Festbrennweite, hast eine einigermaßen gute Freistellung und ein super leichtes Objektiv. Ja. Und so gibt es einfach Objektive, die ja für verschiedene Einsatzgebiete gebaut sind. Wollt ihr übrigens auch noch mal ein Bild sehen mit zweifach Telekonverter mit dem 600er? Ja, klar. Wenn Komm, du schon getestet noch mal ein. Ja, aber ich habe es sowieso schon offen. So. Und jetzt muss man nur den Filter gucken. Zack. So, das ist also 600 mm Objektiv bei Blende 4 mit dem zweifach Telekonverter. Also wir sprechen über 1200 mm und ich gehe mal auf 200%. Es dauert immer einen Moment, bis die Schärfe da ist. Ja, ich kann auch nochmal auf 100 gehen, dann könnt ihr das noch besser sehen. Mhm. Da geht schon was, ne? Ja. So. Ja. Und damit man auch sieht, dass es wirklich so, da steht Blende 8 und hier steht 1200 mm. Und hier im Objektiv steht da zweifach Telekonverter dabei, ne? Es sind einfach Sachen, früher war es halt immer verschrien, ne? Ich kenne es auch noch so von früher, so Telekonverter, kriegst du nichts Gutes. Autofokus voll langsam dann, wenn du was hast. Bildqualität, Matsche. Ja. Ja, ich war dann ja so, sogar so fies und hab dann nochmal auf 1800 mm. Und das Bild, muss ich vielleicht kurz erklären, wie das entstanden ist. Ich habe das Objektiv in den Telekonverter ausprobiert und ich habe einen wie weit war das weg? 50, 60, 70 Meter entfernt, war wirklich weit weg, habe ich einen Vogel auf einen Baum fliegen sehen. Es ist dann hier der Grünspecht geworden. Mhm. Man hat den aber nicht gesehen. Also ich konnte die rote Kappe nicht erkennen. Ne? So, und man sieht auch hier am Bouquet, dass ich übrigens durch zwei Zäune durchfotografiert habe. Und er ist dann hier um den Baum rumgehüpft. Er hat mir 3 Bilder Zeit gelassen und nachher ist er hinterm Baum verschwunden. Ja? Und habe ich gecroppt auf APS-C dann. Das heißt, es hat nur 26 Megapixel das Bild. Aber ist dann natürlich von der Wirkung her mit 1800 Millimetern gemacht. Ja? Und da geht schon was, wie man sieht. Ja? Solche Sachen machen mir dann übrigens auch immer ganz, ganz viel Spaß, wenn ich solche Sachen ausprobieren darf. Ey, das glaube ich auf jeden Fall. Wenn du sowas zur Verfügung hast, dann kann man auch mal nutzen. Ich habe noch eine Frage für dich. Immer her damit. Wird es zukünftig wieder Sony Zeiss-Linsen geben, so in Kooperation? Das ist ja ein bisschen abgeschwächt worden. Das kann ich gar nicht beantworten, aber eigentlich ist es so, dass die Kooperation zwischen Sony und Zeiss ja weiter besteht und die auch weiter zusammenarbeiten. Was an neuen Objektiven kommt, das verrät Sony ja nicht. Ne? Also bei Kameras sind sie sehr geheimhalterisch, bei Objektiven nicht ganz so, aber immer auch noch sehr stark.
Und deswegen kann ich das nicht einschätzen, kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Das ist auch meistens so. Also ihr könnt gerne Sachen fragen, wann kommt das und was. Wir wissen es meistens selber nicht. Nee. Schön, also schön wäre es teilweise, wenn wir es wissen würden, aber dann kommen die um die Ecke. Übrigens, hier habt ihr für einen Tag was Neues. Genau. Ja, also ich kann es ja auch ganz ernsthaft mal beantworten. Als die 7R5 auf den Markt kam, wusste ich das zweite Mal vorher, dass eine Kamera kommt. Und das wusste ich nur, weil ich das Händlertraining vorbereiten durfte. Also auch nur bei solchen Sachen erfahre ich das dann. Also wenn ich vorab involviert bin, hey, pass auf, da kommt was Neues und wir brauchen hier ein bisschen Expertise da und dazu. Ansonsten weiß ich davon nichts. Ich erwarte das genauso wie alle anderen mit der Pressemitteilung, ne? Da ist Sony sehr, sehr geheimhalterisch. Ja, bei so einem Verkaufertraining vorab ist es dann immer lustig, wir, ne, die Regie und ich, der Lennart, wir fahren dann immer hin, da heißt es, es gibt was Neues. Dann, okay, Rumorseiten durch, was wird aktuell so ein bisschen drüber geredet? Aha, neue Kamera. Alles klar, wir haben jetzt 2 Stunden Fahrt vor uns. Ah, wir machen mal ein Feature-Bingo und dann gucken wir mal, ja, das würden wir uns wünschen, das hätten wir gerne und dann sitzen wir bei der Präsentation. Ja, und manchmal stellt Sony was ganz anderes vor. Ne? Da Ja. sitzt man da und dachte sich auch, schade, ist was, Ja. oder auch wie geil, was ganz Neues. Ne? Ja, Also, es ist. weil R5 war echt so ein. Ha, ja gut. warte, wo habe ich da mein Chat? Was hältst du von Reisezooms? Ich persönlich bin ein echter Fan. Überrascht mich Ich jetzt würde schon mir keins fast. kaufen. Aber ich mache das mal ganz einfach. Ich finde es immer sehr faszinierend, gerade in YouTube und gerade in Social Media Kanälen, wenn Leute ganz stark ihre Meinung sagen, aber nie nachfragen, was ist das Einsatzgebiet. Und ich weiß, dass ein Reisezoom wie jetzt das 24-240 von Sony, ja, sehr, sehr verschrien sind. Weil das ist ja ein Objektiv mit einem 10-fach-Zoom, das muss richtig, richtig viele Brennweiten abdecken und die Bildqualität ist auch eher so mäßig. Das stimmt. Aber die Alternative dazu, das ist die Frage, ob die für dich Sinn macht oder nicht. Weil natürlich kannst du jetzt sagen, na klar, wenn ich ein 16-35 kaufe oder ein 24-70 und ein 70-200, dann kriege ich ja vielleicht die bessere Qualität. Aber du hast halt auch deutlich mehr Preis, deutlich mehr Gewicht. Und wenn du jetzt damit wandern gehst, auf eine Reise, wenn du dies mitnehmen musst, wenn es klein und unauffällig sein muss, dann ist vielleicht das Superzoom doch die bessere Wahl für dich. Du kletterst auf den Kilimandscharo und du trägst 4 Kilo oder du trägst 2 Kilo. Was ist für dich besser? Das muss jeder für sich beantworten. Und ich habe gar nichts gegen Reisezooms. Ich finde einfach, man muss sich bewusst sein, wo sind die Grenzen, was können sie gut, was können sie nicht so gut. Und was sie besonders gut können, ist, sie sind relativ günstig, sie sind super gut zum Mitnehmen und du hast ein Objektiv, was alles abdeckt. Du musst kein Objektiv wechseln. Ja, das können sie gut. Wenn es dir um Stimmt. maximale Qualität geht, gibt es eine bessere Wahl. Ja, aber wenn man einfach mal, auch mal ehrlich ist, man macht eine Städtetour, ne, man ist im Urlaub und möchte einfach auch mal die Stadt und den Tag Du willst genießen. deine Kinder fotografieren, Ja. deine Familie. Kommt es um fast das letzte Quäntchen Schärfe an? Die Nein. Antwort ist nein. Und das ist halt genau der Punkt. Ich habe es eben schon gesagt beim 2470. Werde ich das neue kaufen? Nein, ich benutze es zu selten. Warum? Ich habe das alte und ich benutze das nur für Video. Und bei den 8 Megapixeln ist es vollkommen egal. Also von daher, da muss jeder für sich entscheiden, was ist das für mich wichtig oder ist es nicht für mich wichtig. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn man neue Objektive kauft, dass man überlegt, brauche ich das, macht es Sinn. Und je genauer man das weiß, desto besser kann übrigens auch eine Beratung sein, als wenn die Kunden zu euch in den Laden kommen, ne? Und die wissen schon, was will ich mit dem Objektiv machen, was will ich fotografieren. Dann kann jemand kommen und kann sagen, nee, guck doch mal, das 100-400 ist für dich viel besser geeignet als 200-600, weil es wiegt 700 Gramm weniger. Und du hast so schon Probleme, das Objektiv zu halten. Hey, dann kauf lieber das 100-400, dann nehmt diese Beratung an. Und wovor ich immer warne, ist, in Facebook-Gruppen und Co. zu Ja. fragen, ist das und das Objektiv gut? Weil erstens wisst ihr nie, wie fit ist das Gegenüber im Objektive testen. Hat es Erfahrung mit den anderen Objektiven? Und meine Erfahrung ist immer, irgendjemand fragt nach einem Objektiv und er bekommt 17 Mal die Antwort. Nee, ich habe mir das und das gerade gekauft und nee, ich habe aber das hier und guck dir doch mal das und das an und am Ende bist du noch viel verwirrter. Also mein Tipp wäre immer, fragt einen Profi, also geht in den Handel und fragt dort, ne? Geht zu Foto Koch und fragt dort die Verkäufer, die haben Erfahrung mit vielen Objektiven. Oder kommt zu den Kollegen von Sony, die auf den Hausmessen sind, weil auch die haben da sehr, sehr viel Erfahrung. Und die sagen euch dann auch, die stellen euch dann die richtigen Fragen, was ist für dich wichtig? Und danach würde ich das Objektiv entscheiden. Ich würde also nicht, jetzt
jemand Wildfremden im Internet dazu vertrauen. Ja, bei Kameras genauso, ne? Also, du fragst einmal in den Raum rein, kriegst 5 verschiedene Antworten, weil jeder auch so einen, seinen eigenen Bereich hat, ne? Der eine fotografiert Porträts, super, der packt irgendwas rein, der andere sagt, ja, aber eigentlich will ich Sport fotografieren, da habe ich keine Ahnung von, aber die Kamera ist gut. Das habe ich gehört. Dann kommt der nächste in den Raum. Viele Meinungen, ne? Ja, das ist immer das Riesenproblem. Ich meine, wenn man uns unten im Verkaufsraum ist, wahrscheinlich wird man dann auch irgendwie 2 Meinungen bekommen. Aber die sind schon sehr zusammengeführt in dem Bereich, ne? Weil man weiß, okay, das hier Budget 1 vielleicht, Budget 2, aber das sind diese Top von den Sachen, die du halt fotografieren möchtest. Man kann es vielleicht ganz einfach identifizieren. Wenn ich jetzt mich für was Neues interessiere, würde ich den Rat nur von jemandem annehmen, der mir die richtigen Fragen stellt. Ja. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, was genau wollen Sie machen, welche für eine Kamera haben Sie, dann kann ich schon mal schließen, okay, er versucht das Beste für mich rauszufinden. Er versucht mir eine Lösung anzubieten. Ja. Und hey, klar, wenn es um Bildqualität geht, könnte ich auch sagen, kauft alle ein 600mm Blende 4 und kauft kein 200-600. Ich weiß aber, dass das in der Realität nicht stattfindet. Ja? Warum? Ja. Für die meisten ist das 200-600 die bessere Wahl. Erstens vom Preis, aber auch vom Einsatzgebiet, weil das ist ein tolles Objektiv. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Dann, next question. Mhm. Was hältst du vom 50mm Blende 1.2? Es ist eine Bombe. Ernsthaft, ich überlege ja schon die ganze Zeit, ob ich es kaufe oder nicht. Ich brauche es nur für Video, weil ich, wie gesagt, fotografisch mit 50 nicht so viel anfangen kann. Aber der Look ist natürlich schon besser, gar keine Frage. Mhm. Ich brauche halt nur die hohe Auflösung noch nicht. Ja. Und deswegen ist es so mein Ding, kaufe ich jetzt für 2.000 oder für mehr als 2.000 Euro ein Objektiv, was ich dann nur fürs Filmen benutze. Ich bin ehrlich, wenn irgendwann das Geld über ist, kaufe ich es. Es macht einfach so viel Spaß. Ja, man muss einfach dazu sagen, der Autofokus, das hat mich halt am meisten Schärfe beiseite. Ne? Die ist Sollen wir das mal zeigen? Gerne. Aber Autofokus war für mich einfach so ein Killer-Argument gewesen. Ich kenne es nur aus Spielreflexzeit. Ich habe früher mit Canon fotografiert. So 50mm EF, Blende 1.2. Da konntest du raten, ob du einen Fokus getroffen hast, weil es erstmal weich war wie sonst was. Dann hattest du natürlich dann noch die ganzen chromatischen Fehler mit drin und dann der Fokus, der immer hinterherkommen musste. Und dann war meistens das Porträt schon wieder weg. So, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich zeige das einfach, oder ich lasse das einfach dich machen. Das ist immer das Einfachste für mich, das zu zeigen. Und wir schließen jetzt einfach mal meine Kamera an, gehen auf den Modus A, nehmen den Blendenwert, ISO stellen wir auf Auto. Das mache ich noch kurz. Mhm. Und da müsste dann jetzt auch gleich ein Bild kommen. Yes. So. Ich habe das Echtzeit-Tracking schon eingestellt. Das ist übrigens eine Alpha 7.4, weil da war es gerade dran. Jetzt würde ich dich bitten, ziel mal auf meine Hand. Mhm. Ja, und jetzt drückst du. Oh, nee, da muss ich noch eine Kleinigkeit umstellen. Darf ich? Yes. Ich habe nämlich nicht umgestellt, dass man das Fokusfeld sieht. Ach, du hast die Infoanzeigen aus. Genau, die Infoanzeige ist aus. Das stelle ich nochmal gerade rum, damit ihr auch seht, wie die Kamera fokussiert. Infoanzeige. Das ist der Fluch der Filmer, da weiß man immer, aha. Genau, ziehst du einfach mit dem Fokusfeld auf meine Hand, ja, und jetzt seht ihr, hat er meine Hand markiert und da wir eine Alpha 7.4 haben, kann ich hier fokussieren und ich kann auch so machen, ja, und jetzt kommt das eigentlich Entscheidende, jetzt mache ich mal diese Bewegung und das kann man bei euch im Hintergrund an der Lampe und an den Ästen ja relativ gut sehen. Was ihr noch nicht wisst ist, 50mm 1.2 bei Blendenwert 1.2 hat bei dieser Entfernung weniger als 1 cm Schärfentiefe. Mhm. Ja, das heißt, bei Meter Entfernung sind es, glaube ich, 1,5 cm. Ungefähr, ja. Und die Kamera ist problemlos in der Lage, im Nahbereich, da wo es für ein Objektiv am schwierigsten ist, das zu tracken. Und das ist halt der Hammer. Kannst du ruhig wieder loslassen, ne? Aber ihr seht schon, das ist dem übrigens geschuldet, was bei den Sony-Objektiven eine Besonderheit ist. Und, zwar haben ja die neueren Objektive alle diesen XD-Linear-Motor. Mhm. Der wurde für die Super Teles entwickelt, weil da muss ich viel Glasmasse sehr schnell bewegen, ja, und sehr genau. Und bei den lichtstarken Objektiven spielt das eben auch eine Rolle. Hier habe ich ja eine große Fokusgruppe, die schnell bewegt werden muss. Und diese Motoren sind in der Lage, eben genau das zu liefern. Und das war früher zum Beispiel nicht möglich. Ja, wenn du jetzt einen Spiegelreflexmotor nimmst, so einen Ring-Ultraschallmotor, der ist im Vergleich einfach wahnsinnig langsam. Ja. Kennst du den Unterschied oder soll ich ihn vielleicht nochmal für alle kurz erwähnen? Kannst du ihn gerne einmal noch erläutern, wenn du möchtest. Also, wenn wir schon bei Motoren sind, weil eine Sache, die neuen Kameras eben auszeichnet, sind diese Motoren. Bisher war es so, früher, wenn man aus der analogen Zeit oder aus der Spiegelreflexzeit kommt, dann hatte man eigentlich immer Drehmotoren, die haben eine Drehbewegung und das muss umgesetzt werden in eine Schiebe- oder Ziehbewegung.
Und dafür brauchst du immer ein Getriebe, ein Gewinde, eine Kupplung. Heißt, man dreht immer gegen den Widerstand, man hat immer eine Mechanik, was natürlich für die Genauigkeit nicht so gut ist, was natürlich für den Motor anfahren und so weiter nicht so gut ist, weil man immer erst einen Widerstand Ja, quasi man hat überbrücken gut muss. So Verschleiß. ähnlich wie beim Auto das Anfahren. Ne? Wenn das Auto schon rollt, bist du viel schneller, als wenn du erst neu anfahren musst, das komplette Gewicht in Bewegung setzen musst. Und die neuen Motoren sind Linearmotoren. Linearmotoren sind quasi Motoren, die sich genau in die Richtung bewegen, wo auch die Linse nachher bewegt werden muss. Und das ist natürlich ein Vorteil. Problem ist aber, Linearmotoren können normalerweise nur sehr wenig Gewicht bewegen. Und dieser XT-Linearmotor, der ist eben in der Lage, genau das zu machen. Das heißt, er kann viel Gewicht bewegen als lineare Umsetzung. Es gibt keinen Widerstand, gegen den er schieben muss. Er ist viel genauer positionierbar. Er ist viel, viel schneller im Hin- und Herfahren. Und wir sprechen hier wirklich über eine Frequenz 10.000 Mal pro Sekunde, ne? Ja. Und über eine Genauigkeit Tausendstel Millimeter. Das sind immer so Sachen, das kann man sich nicht vorstellen, aber das ist ja genau das, was passiert. Und ich mache jetzt mal eine Sache. Ich nehme jetzt mal einen 135er und ich sehe, oh, habe ich nicht aufgepasst, ich hätte den Ton mit in die Hand nehmen müssen. Ich hoffe, der ist noch da. Sorry dafür. Ich nehme mein geliebtes 135er und wir haben fast alles jetzt nach vorne geräumt, ne? Ich mache jetzt mal eine Sache. Ich hoffe, man kann es hören. Ja, das Das ist wäre. übrigens normal. Genau genommen ist das sogar ein Qualitätsmerkmal, weil hier ist dieser XD-Linear-Motor schon drin. Und der kann eben eine große, schwere Linse im Objektiv extrem schnell beschleunigen, extrem genau abbremsen und extrem genau positionieren. Und deswegen sind die Objektive so schnell. Ja, also ohne diese Technik hätten wir keinen so schnellen Autofokus. Ja, aber das ist auch immer normal. Gut, dass du es gezeigt hast mit dem Schütteln. Man kriegt regelmäßig mal eine Mail, mein Objektiv klackert. So, ja, Ist das normal? geguckt. Ja, das ist normal. Also da wirklich keine Angst. Das macht auch nichts kaputt. Das ist Nee, so gewollt. im Endeffekt sind da Führungsschienen Ja. drin und darauf gleitet quasi die Fokusgruppe hin und her und die ist ja extra so gebaut, dass sie auf diesen Führungsschienen hin und her gleiten kann. Und das ist genau genommen der Grund, warum die Dinger so schnell sind. Ja? Und ich habe ja mit dem 135, habe ich mit der Alpha 9 damals Motocross fotografiert. Ja? Und ich erinnere mich noch, das Motorrad mit dem Beiwagen, könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr bei YouTube Fototrainer und Motocross eingibt, dann findet ihr das Video. Das Motorrad mit dem Beiwagen ist so diagonal, so ein 45-Grad-Winkel auf mich zugesprungen. Und ich stand da so nah dran, wie es nur irgendwie geht. Ich stand direkt an der Strecke und das Motorrad war so 3 Meter, 2,5 Meter weg. Ich habe Dauerfeuer gemacht, ja, bei Offenblende, die Kamera leicht mitbewegt. Und ich habe 18 Bilder gemacht. Also das Motorrad war keine Sekunde zu sehen. Und jedes Bild ist bei Offenblende scharf geworden. Jedes. Und dann steht man da mit offenem Mund und sagt, boah, ey, das geht mit dem? Ja, ich weiß genau, warum alle Hundefotografen und Tierfotografen das 135er lieben. Der Hintergrund wird noch unschärfer, der Fokus kann problemlos mithalten. Das macht Spaß, wenn man damit arbeitet. Das auf jeden Fall. Also, ich meine, man muss nicht immer komplett offenblendig arbeiten. Ne? Es Nö. macht halt Spaß. Ja, also Es gibt einen gewissen Look und vor allem sowas wie ein 135er lebt halt für diesen offenblendigen Look, finde ich. Genauso wie genau. das 85er. Wenn man jetzt weiß, dass man eine Kamera hat, die das nicht voll ausnutzen kann. Also du hast eine Alpha 7 R4 statt einer Alpha 1 und du willst im Nahbereich deinen Hund fotografieren, dann ist es vielleicht schlauer, mit 2,8 zu arbeiten. Warum? Weil dann einfach deine Schärfegewinn ein bisschen die Präzision, ne, Ausgleicht so ein ausgleichen bisschen, kann, ja. also den Schärfefehler. Mit einer Alpha 1 wirst du es wahrscheinlich nicht müssen. Und das ist immer so genau der Punkt. Ich bin auch ein Freund von dem offenen Look, aber das Objektiv kann es halt. Dann, weil wir auf den großen Teles noch waren, werfe ich dir mal im Kopf. Sony G, hier zugeschrieben GM200-600, aber es ist ein Das ist ein G, G200-600 das ist kein GM. versus das G-Master 100 bis 400 mit Telekonverter für Vögel und Wildleben. Also, wenn du Vögel fotografieren willst, kauf das 200, 600. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, du wirst diese Mehrreichweite brauchen. Und zwar immer. Das ist meine Erfahrung aus was weiß ich wie vielen Workshops. Jeder sagt immer, ach ja, ich würde gerne noch näher ran und ach ja, ich würde noch gerne näher ran. Und das 200, 600 hat noch einen für mich entscheidenden Vorteil, nämlich es hat keinen Tubus, der ausfährt. Und das ist für die Wetterfestigkeit natürlich ein großer Vorteil. Und gerade wenn man lange im Ansitz sitzt und lange dort Vögel beobachtet, wäre das, glaube ich, die bessere Wahl. Also meine Wahl wäre das. Das 100-400 hat einen charmanten Vorteil. Es ist 700 Gramm leichter. Das heißt, wenn Vögel gelegentlich vorkommt und sonst Tiere, ist auch das 100-400 interessant. Das 100-400 eine viel bessere Nahgrenze. Ja. Und mit dem Telekonverter komme ich ja auch in einen ähnlichen Bereich. Aber da das
in Kombination deutlich teurer ist als das 200, 600, würde ich bei Vögeln immer sagen 200, 600. Hast du sonst, ich weiß, es gab anfangs, als das 200, 600 rauskam, auch so ein bisschen Probleme, meine ich, bei der A7R IV. Zumindest wurde es uns ganz oft immer geschrieben, weil irgendein, ich glaube, es war ein YouTuber, irgendeine Facebook-Gruppe, wurde das in den Raum geworfen, das gibt Probleme mit den 200, 600, mit der 7R IV. Ich habe nie was feststellen Mit können. der 7R4? Ja. Und du wahrscheinlich auch nicht, so wie du guckst. Also, falls Also da immer noch kenn ich irgendwas. nicht. Ich habe es an meiner 7R4 relativ oft benutzt, Ne? habe auch relativ viele Videos dazu gemacht, habe es mit dem 100-400 und mit dem Tamron 150-500 Genau. verglichen. Also ich habe damit relativ wenig Probleme gehabt. Meine R4 steht hier auch. Wo ist sie denn? Hier. Nee, da. Entschuldigung. Das hier ist die 7R4. Erkenne ich an dem abgewetzten Blitzschuh. Ja, ich benutze sie schon, seitdem sie draußen ist. Also von Ja, daher, nee. da gibt es meines Wissens nach keine großen Probleme. Was man natürlich bedenken muss, ist, höher auflösende Kameras verlangen mehr Sorgfalt und mehr präzise Einstellungen als niedriger auflösende. Das heißt, die Fehlerquelle ist größer. Ne? Also gerade was Fokusgenauigkeit angeht, was Verschlusszeiten angeht. Winzig kleine Bewegungen spielen bei einer R4 eine viel größere Rolle als bei einer 7.4 zum Beispiel. Das auf jeden Fall. Ich werfe einfach mal kurz in den Raum, weil aktuell, ne, das ist kurz vor Weihnachten, wir Ja. wissen es alle. Aktuell, falls ihr gerade noch am Shoppen seid, Sony hat ganz, ganz tolle Aktionen, beziehungsweise wir haben tolle Aktionen mit Sony-Produkten im Raume. Es gibt die Xmas-Rabatte. Das heißt, einfach mal auf den Link klicken, den wir hier im Chat gepostet haben, und dort mal durchscrollen. Ne, von den Gehäusen, von der 7.3, die immer noch ein Dauerrenner ist, wird es immer noch bleiben. Ne? Ja, für Da den gibt Preis es. auch eine knaller Kamera. Ja, aktuell ist, ne, Cashback, noch Deal-Rabatte drauf, super. Und man muss es jetzt auch noch sagen, wenn ihr es jetzt noch kauft, auch über Nacht, und das ist ein Zahlungsmittel, was auch funktioniert, was schnell ist, nicht Vorkasse, wo ihr in ein paar Tagen überweist, kommt es noch vor Weihnachten. Okay. Möchte ich noch in den Raum werfen, das geht jetzt noch, aber ab morgen ist schon vorbei. Morgen ist so langsam die Deadline, deswegen, wenn ihr noch was habt. Morgen könnte es dann klappen, muss aber nicht. Genau, morgen könnte es klappen, muss aber nicht. Deswegen gerne noch zuschlagen, falls ihr noch nichts habt, falls ihr euch was selber schenken möchtet oder sowas. Auf jeden Fall eine schöne Idee. Und ja, ich bin nur noch gar nicht fertig. Die Stimmen aus der Regie Die kommen und Stimmen aus der flüstern. Regie. Es gibt noch eine zweite Aktion. Wenn ihr Sachen kauft über 399 Euro, danke. Dann gibt es noch ein gratis Goodie mit dabei. Packt da einfach einen Gutscheincode mit in den Warenkorb. Es gibt einmal ein Stativ, eine Tasche oder mein persönliches Highlight, eine Sony TAF-Karte. Oh, TAF-Karten Als, sind immer gut. ne, die verwenden wir selber, 64 Gigabyte, zack, bumm, mit dabei, kostenlos als Geschenk von uns an euch. Einfach mitnehmen, ist dann ein doppeltes Geschenk. Muss man ja auch mit dabei sein. Klar. So, hast du noch ein Objektiv, wovon du auf jeden Fall noch was zeigen möchtest? Eigentlich nein, wir haben nur noch über das 14er, was da hinten steht, noch nicht gesprochen. Alle anderen haben wir ja nach vorne Das ich vorhin geholt. extra geholt habe. Wir können ja noch mal kurz über das 14er quatschen. Ich werfe jetzt aber noch rein. Ne? Wenn ihr noch Fragen habt, gerne jetzt kurz in den Chat, damit wir auch noch was haben, was wir euch beantworten können, falls noch Fragen sind für das Weihnachtsgeschenk, ne? Damit Also, ihr wisst, wo ihr zuschlagen müsst. genau, zum 14er kann ich ja was sagen. Wenn ihr meine YouTube-Videos guckt, dann seht ihr hinten im Regal ja immer meine G-Master-Objektive aufgebaut. Und ja, ich mache nicht viel Weitwinkel, aber genau das ist der Grund, warum ich mir das 14er gekauft habe. Ich habe einen Tag damit Videos gedreht und im Sony Center war das da, war ganz witzig. Man konnte also im Hintergrund alles sehen, wir waren sehr close und das gibt halt einen Bildlook, der ist so bombastisch bei Video. Ich liebe das und dafür verwende ich es auch wirklich. Und ich habe mich damals für das entschlossen, weil, wie gesagt, ich benutze Weitwinkel nicht so oft. Ich habe meistens die Option, nah ranzugehen oder die Entfernung zumindest ein bisschen zu variieren. Und deswegen habe ich mich fürs 14 entschieden und nicht fürs 12-24. Weil, nochmal, ich brauche es nicht so oft und es kostet die Hälfte, es ist nur halb so Klar. schwer. Das war für mich der Grund, zum 14er zu gehen. Und wenn ich mal Astro mache, das würde von den Weitwinkel-Landschaftsaufnahmen noch am ehesten vorkommen, dann hätte ich noch mehr Lichtstärke. Das waren so für mich die Gründe. Und es ist einfach ein richtig, richtig gutes Objektiv. Das auf jeden Ne? Fall. Wiegt 460 Gramm, wenn man es in die Hand nimmt, genau, und das wiegt nichts. Ich kenne es noch von ein paar anderen Weitwinkeln von früher, die waren deutlich schwerer. Ja, fast das Dreifache meinst du. Ja, ich weiß. Dann werfe ich dir jetzt mal eine Frage an. Gib Komm, mal von her. mir selber. Lachs, warum G-Master?
Warum? Warum? Relativ einfach. Ich will die beste Bildqualität und den besten Bildlook aus meinem Bild holen. Und das geht mit G-Master. Nothing left to say. Ja? Hey, das sind Fragen, die müssen auch mal gestellt werden. Ja. Aber. Aber die richtige Antwort ist eigentlich, weil sie richtig viel Spaß machen. Ja. Das wäre die emotionale Antwort Ja. gewesen. Es gibt immer das arbeitstechnische, markenneutrale und dann der Spaßfaktor. Genau. Ja, das sind ja die Sachen, die am Ende vom Tag zusammenspielen, ne? Und mein Lieblingsgefühl, das habe ich auch schon mal in einem YouTube-Video gesagt, ist eigentlich immer, wenn ich meine Bilder gemacht habe. Ja, ich bin am Fotografieren, ich drücke die Lupentaste und ich muss anfangen zu grinsen, wenn ich die Vergrößerung sehe. Das ist genau der Moment, für den ich fotografiere. Und den Moment bekomme ich mit einem G-Master-Objektiv. Am liebsten mit 135er. Ich weiß. Du hast ja auch schon, hast du zufällig schon das neue 50-400 von Tamron getestet gehabt? Ich Oder habe es in ist... der Hand gehalten, ich habe es noch nicht richtig getestet. Ich habe schon ein bisschen damit fotografiert. Genau, aber Schade. getestet habe ich es noch nicht. Weil gerade kam noch eine Frage im Vergleich zu den 70-200er mit Telekonverter. Ich habe schon ein bisschen damit gearbeitet. Das 70-200 mit dem Telekonverter wird da schärfer sein. Das, Wahrscheinlich, ne, ja. das muss man einfach sagen. Was ich da aber cool finde bei dem Tamron, wenn ich auf 50 mm bin, Die Naheinstellgrenze. Streichblende drauf und dann Ja. auf den Tisch gestellt. Ne? Das ist halt Ja. cool. Wie gesagt, ich habe mit dem Tamron schon ein bisschen was gemacht, aber ich habe jetzt keinen Vergleichstest gemacht. Ich habe es einfach auch noch nicht geschafft. Also ich habe, glaube ich, noch so eine Liste YouTube-Videos, die ich gerne drehen möchte. Ich habe dir das ja vorhin schon erzählt, ne? Ich bin jetzt seit Ende September quasi dauerhaft 6 Tage die Woche unterwegs. Ich schaffe es im Moment nicht mal, nebenbei Videos zu drehen. Keine Chance. Ja, bald ist Weihnachten, bald kommen wir mal ein Genau, bisschen, jetzt ne? habe ich, ist ja ein bisschen besinnlicher. Jetzt habe Ja. ich ja bis Anfang Januar dann Zeit, nochmal 5 bis 10 Videos zu drehen. Ja, jetzt kannst du auch wenigstens Weihnachtsbaumoptik noch nutzen, ne? Macht ein schönes Bouquet im Hintergrund. Das ist doch super. Ich guck mal eben, ob ich noch was habe. Wenn es ums Gewicht geht, wie sieht es mit den Plastiklinsen aus? Sind die bereits verbaust oder vergilben die? Also ich kenne aktuell kein Objektiv, was Plastiklinsen verwendet. Ich auch nicht. Und ich glaube auch, also es gibt Kunststoffe, die nicht vergilben. Ich glaube einfach auch, dass eine Kunststofflinse, wenn es eine hochwertige ist, extrem viel teurer ist als eine Glaslinse. Und deswegen glaube ich, kommen die nicht zum Einsatz. Also wird wahrscheinlich verschiedene Gründe haben, aber so tief bin ich in der neuesten Materialentwicklung nicht drin, dass ich dazu was sagen könnte. Also ich glaube, Plastiklinsen sehen wir aktuell bei keinem Hersteller. Ich glaube auch. Also ich würde es nicht sagen, bei keinem Hersteller, ne, da gibt es ganz viele auch sehr Ja günstige gut, aber ich meine, ich Objektive. rede jetzt über hohe Ja, Qualität, ne? okay, Also dann nicht, nein. kenn ich von keinem. Dann noch eine Frage in den Raum. Hat Sony den besten Look? Puh, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil die ist super individuell. Ich kann aber ein bisschen erzählen, was Sony macht. Also, Sony verwendet schon sehr lange bei seinen Objektiven sehr viele Blendenlamellen und stark gerundete Blendenlamellen. Das sorgt für einen sehr harmonischen Look. Das heißt, auch wenn ich abblende, bleiben meine Blendenkreise im Hintergrund in der Unschärfe bleiben rund und damit wird das Bild sehr weich. Und das ist ja eine Besonderheit bei den G-Masters. Der Kontrast in diesem Bereich fällt relativ stark ab. Es gibt so gut wie kaum Fehler im Bokeh. Und das ist eine technisch sehr, sehr cleane Anmutung. Ja. Was dazu zum Beispiel dann auch dazu führt, dass man nicht so gute Sonnensterne bekommt oder Lichtquellen, wenn man nachts fotografiert. Viele Leute lieben ja so ganz stark ausgeprägte Ja, Sonnensterne. genau. Das geht mit den Sonys erst ab einem gewissen Blendenwert, ne? Aber bei 11 geht's dann, fängt es dann an, so ganz gut zu funktionieren. Aber unten drunter geht es nicht. Und das liegt eben genau an dieser Mechanik. Es gibt Leute, die mögen diesen Look gar nicht, weil die sagen, der ist mir zu clean. Er ist halt sehr schön sauber, sehr schön weich. Und vielleicht für einige Sachen zu technisch. Jetzt gibt es aber ganz viele Leute, die lieben diese alten Objektive, die eben so ein bisschen rough sind, die so ein Swirl Ja, haben, genau. die so Ringe haben. Ich persönlich mag das weiche Bokeh, gerade wenn ich fotografiere, eigentlich sehr gerne. Deswegen würde ich eher mit dem modernen Objektiv gehen, aber das ist echt Geschmackssache. Also pauschal zu sagen, was ist mit dem Look und ist das der beste Look, das kann ich nicht machen, weil das hängt davon ab, was du haben willst.
Man muss auch sagen, die ganzen Vintage-Objektive, ne, die haben halt diesen eigenen Look, den viele vielleicht auch mögen. Genau. Kann man halt super dran adaptieren. Ich habe neulich mit dem Vogtländer 50mm 1.0 gearbeitet. Und das ist geil. Sind wir ehrlich, der Look ist toll. Ja. Die Schärfe und der Kontrast sind offenblendig eine Katastrophe. Ja. Also es ist wirklich, da sieht man schon, wie viel das abfällt. Das werdet ihr bei den Sonys nicht haben. Das 50-1.2 ist auch bei 1.2 Bombe scharf. Es ist halt dann, es sieht halt anders aus. Ja. Und es ist auch da schon kontrastreich. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Wenn man so einen dreamy Look haben will, dann kann man den auch aus dem G-Master holen, indem man nachher den Kontrast runterdreht. Ja. Umgekehrt ist es dann ein bisschen schwieriger, nämlich ein richtig scharfes Bild aus so einem weichen Objektiv zu bekommen. Ne? Ja. Das geht nur bedingt, sage ich jetzt mal. Und was mir am krassesten aufgefallen ist, ist, dass die alten Objektive ein sehr, sehr starkes Bokeh-Outlining haben. Die haben meistens so einen hellen Kranz um die Blendenflecken und meistens dann in einer besonderen Farbe. Und das kenne ich von den G-Masters nicht. Ja. Also von daher, wenn man es einmal gesehen hat, ist das schlimmer wie mit Onion Rings, ne? Im Bouquet, dann sieht man es immer. Aber das sind auch mal so, ne, das sind so dann die Techniker, so die kleinen Nerds, die kommen dann raus und denken so, das ist nicht ganz sauber. Das ist dann so ein bisschen, ne, vom Gefühl her gegen dann den Techniker, ist man dann oftmals bei so einer Diskussion. Es gibt ja auch Leute, die mögen den Look abgeblendet von nicht gerundeten Blendenlamellen, dass du halt keine runde Form hast, sondern eine eckige, eine achteckige, eine sechseckige, eine siebeneckige Form. Das ist halt Geschmackssache. Ich bin da eher bei dem clean Look von Sony, aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Dann, was sind eure drei Favoriten bei den Objektiven? Bei drei wird es schwierig. Zwei habe ich ja schon genannt. Also wenn ich jetzt rein einsatztechnisch arbeiten würde, würde ich sagen, das dritte ist das 24er, weil wir das beim Film super oft verwenden. Also beim Film ist es ganz klar 14, 24, 50. Das sind die drei meistverwendeten. Beim Fotografieren wäre ich wahrscheinlich auch bei 14, 35 und 135. So, so würde ich es jetzt aufteilen. Ich hätte schon fast gewartet, dass du doch irgendwo das 600er reinmogelst. Ja, aber das brauche ich zu selten. Ja, also das ist zu speziell. Ja. Das 14er ist zwar auch speziell, aber es gibt ganz, ganz häufig Sachen, wo man Übersichtsshot macht und wo man halt wenn man eine hochauflösende Kamera hat, kann man aus 14 halt auf 24 croppen. Deswegen so für mich. Ja, gut. Weißt du? Also ich glaube, das wären meine drei. Okay. Dann, hallo Lachs, ich habe das 16-35 f/4 und suche ein 14mm für Astro und Landschaft. Ziehst du da das 14mm 1.8 G-Master oder das Sigma 14-24-2.8 vor? Also ganz klar, wenn du es für Astro brauchst, kauf das 1.8, Entschuldigung. Das ist Lichtstärke ist dadurch nichts zu ersetzen. Ja. Und wenn du von ISO 6400 auf 3000 oder auf 2500 runter kannst, ist das ein Riesenvorteil. Das waren jetzt die 1,3 Stufen übrigens. Ne? Deswegen, also man muss dann auch gucken, man ist halt irgendwann auch an der Grenze von punktförmigen Sternen halt angelangt. Ne? Das kommt noch dazu. Das heißt, irgendwann kann ich auch nicht einfach sagen, ich belichte länger, um mein Licht potenziell reinzuholen. Da bin ich an der Grenze und da ist halt dann die Blende das A und O. Und es ist klein und leicht. Ja. Es ist auch noch charmant, du kannst es besser mitnehmen. Also es ist, deswegen wäre ich immer eher bei der Festbrennweite. Und gerade wenn du Astro sagst, allein wegen der Lichtstärke. Mhm. Wenn du jetzt das universell aufweichst und sagst, pass auf, ich will mal Astro machen, mal Landschaft, mal Messebau, mal Dings, dann würde ich wahrscheinlich sagen, das Zoom. Mhm. Weil es einfach ein bisschen universeller ist für bestimmte Aufgaben. Ich für meinen Teil kann immer einen Meter zurückgehen, kann immer noch ein bisschen näher rangehen. Deswegen kann ich da gut mit der Festbrennweite leben. Aber es gibt Bereiche, wo das Zoom die bessere Wahl ist. Mhm. Dann lohnt sich das 16-35 G-Master für Landschaftsfotografie? Auf jeden Fall. Immer dann, wenn man wirklich die Lichtstärke braucht. Wenn man sagt, ich fotografiere Landschaft nur abgeblendet, kauft das PZ. Mhm. Es ist günstiger, es ist leichter und du kriegst dasselbe Ergebnis. Also von daher, die Frage ist, Blendenwert 5, 6 und höher, kauf die lichtschwächere Variante, brauchst du die Lichtstärke, kauf das G-Master. Mhm. Faire Antwort. Dann, deine Meinung, 85mm 1.4 Sigma versus das G-Master? Die Frage ist, welches Sigma? Es gibt ja mehrere. Und wenn wir jetzt das neue direkt für E-Mount nehmen, würde ich sagen, für die meisten ist das Sigma die bessere Wahl. Warum? Es ist deutlich schneller im Autofokus, wenn das ein Thema ist. Vom Look her ganz klar das G-Master. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das auch noch zeigen.
Das G-Master ist für mich immer noch das Beste im Look. Ich habe das übrigens auch selbst. Und wenn wir schon konkret danach gefragt werden, jetzt muss ich nur gucken, wo ich es in Ordner hingepackt habe. Da ist der Ordner. So. Und da kann ich es zeigen. So, das hier gegen das hier. Und wenn ihr mal an den Rand schaut, dann seht ihr, sind hier die, also ungefähr der gleiche Abstand zum Motiv. Habe ich aus der Hand gemacht, deswegen ist der Bildausschnitt nicht ganz gleich. Ja, aber wenn ihr hier mal an den Rand schaut, dann seht ihr, das Bouquet wird so ein bisschen, ja, ellipsenförmig. Ne? Was daran liegt, dass das Gehäuse von dem Objektiv zu klein ist. Das heißt, am Rand werden dann Lichtstrahlen abgeschnitten und deswegen bleibt die Form nicht rund. Man muss natürlich immer eine Mischung finden aus Größe des Objektivgehäuses und na, weil ein größeres Glas kostet oft mehr Geld Klar. und natürlich Preis. Und hier ist es einfach so, das ist das Sigma und das ist das G-Master. Und wenn ich mir das Bokeh angucke, finde ich das G-Master schöner. Das stimmt. So, das ist jetzt mein Eindruck. Ne? Wenn man hier unten in den unteren Bereich guckt hier, dann kann man den Unterschied ganz gut sehen. Das ist das Sigma, das ist das G-Master. Ja, das heißt, looktechnisch das G-Master. Schärfetechnisch tun sie sich beide nicht viel. Die sind beide richtig, richtig gut. Das Sigma ist schneller im Autofokus und es ist kleiner und es ist leichter und es ist vor allem deutlich günstiger. Stimmt. Und da muss man halt dann entscheiden, ist mir der Look den Aufpreis wert? Und das Sigma ist, muss man da auch dazu sagen, sehr, sehr gut im Look. Also es ist kein schlechtes Nein, Objektiv. nein, nein. Ist halt nur im direkten Vergleich sieht man halt Sachen manchmal, ne, die man sonst im Genau. normalen Bereich einfach nicht sehen würde. Du. Würde ich mir es kaufen? Die Antwort ist nein, weil ich schon einen 85er habe. Wenn ich neu entscheiden würde, wäre es eine schwierige Entscheidung. Okay. Dann habe ich noch, was ist treffsicherer bei bewegten Motiven? XD-Linearmotoren bei den Objektiven oder ein Stacked-Sensor, zum Beispiel bei der A9? Ist für mich nicht ganz. Das sind zwei Sachen. Also, Ja. also prinzipiell ist der Motor kann ja nur so gut sein, wie die Kamera liefert. Das heißt, die Kamera misst das Ganze und der Motor im Objektiv muss gefahren werden. Motortechnik im Objektiv spielt für Autofokus eine große Rolle. Aber man kann es schwer untereinander vergleichen, weil es gibt ja auch Objektive, die keinen XD-Linearmotor haben, die trotzdem schnell sind. Also das 100-400 ist zum Beispiel richtig, richtig schnell, hat einen DD-SSM-Motor. Ja, das ist der Vorgänger quasi vom XD-Linear und da muss auch nur eine kleinere Masse bewegt werden. Deswegen passt das auch zu dem Objektiv. Also von daher so pauschal lässt sich nicht sagen. Wenn es generell um Tracking geht, ist die Kamera erstmal wichtiger als das Objektiv. Vorausgesetzt, das Objektiv ist schnell. Ne? Wenn das Objektiv arsch langsam ist, jetzt habe ich es vielleicht falsch Das ausgedrückt, aber es ist halt sagen, wirklich ja. langsam, dann wirst du keine Sache, kein gutes Ergebnis erreichen. Auch mit dem Stacked-Sensor nicht. Also wenn das Objektiv das kann, dann ist der Sensor die wichtigere Sache. Also eine Alpha 1 wird wahrscheinlich im Fokus besser performen als alle anderen. Alles klar. Ich mache dann noch mal einen Aufruf. Wir hatten auch, es kam noch mal die Frage mit dem 2470 G-Master, ne, Version 1 gegen Version 2. Für Leute, die es im Detail interessiert, sowohl bei, du hast auch ein Video Genau, zugemacht bei mir gehabt, im ne? Video kann man es sehen, da gibt es die Original-RAWs zum Download, als auch hier nachher den Stream nochmal am Ende gucken. Genau, ne, deswegen gerne zurückspulen, nochmal anschauen. Ansonsten ganz kurz gesagt, das Neue ist in jeder Linie besser. Gewicht, Bildqualität, Nahenstellgrenzen, Fokusgeschwindigkeit, Fokusgeschwindigkeit, Focus Breathing, alles. haben wir gar Also nicht drüber gesprochen, aber ja. deswegen gerne nochmal zurückspulen oder die Videos anschauen beim Lachs oder bei uns. Auf jeden Fall den Blick wert. Eine der Lieblingsfragen, die meistens auch immer Fotografen gestellt werden, wenn ihr nur ein Objektiv noch benutzen dürftet, welches wäre es? Bei mir wäre es das 35er. Und ich kann euch auch sagen, warum. Das 135er ist spezieller als das 35er. Und Ja. mit dem 35er kann ich fast alles fotografieren, mit dem 135er nicht. Deswegen würde ich, wenn ich nur eine Brennweite verwenden dürfte, das 35er wählen. Ja, unterschreibe ich auch. 35 ist für mich so Klassische Reportagebrennweite, ne? genau. Ja. Ich konnte auch nie wirklich viel mit 50 anfangen. 35 war auch erst so meins und es macht einfach mehr Spaß.
finde ich etwas besser, lieber ein bisschen weitwinkliger zu sein. Man kann sich es ja auch relativ einfach anschauen, ne? Wenn man sich jetzt anguckt, die ganzen Kameras mit großem Sensor, aber mit nur einer Festbrennweite, wie jetzt eine RX1 zum Beispiel, da hat man 35 gewählt, Leica hat einen 28 gewählt, aber das wären die beiden Brennweiten, wo ich sagen würde, das macht am meisten Sinn, weil du am meisten Fotografie damit abdecken kannst. Ja. Ne? Also 28 ist meistens so das, was man vom Smartphone kennt. Das ist so meistens 28 mm rum, deswegen wer den Look sehr mag, 28er, ansonsten minimal drüber 35er, perfekt für Reportagen. Genau, ja, das sind ja die beiden. So, das da. Ich habe erstmal noch nichts weiter. Warten wir noch kurz, vielleicht kommen noch ein, zwei Fragen rein. Hast du denn noch irgendeine Frage? Hast du noch irgendwas, was du sehen willst? Weil ich überlege gerade schon. Ihr habt vielleicht gemerkt, auf meinem Rechner sind ja relativ viele Demo-Bilder. Was viele vielleicht für Porträts manchmal überlegen, ist das 85er oder 135er. Lassen wir jetzt mal das, eventuell habe ich nicht genug Platz im Studio oder sowas weg, ne? Vielleicht Outdoor, ne? Was würdest du da, ich meine, immer 135. Ich kann ja auch erklären, warum. Der erste Vorteil ist, ich bin noch einen Schritt weiter weg vom Model. Das heißt, ich kann noch ein bisschen genauer gucken, was passiert drumherum, finde ich angenehmer. Und das zweite ist, ich kann meinen Hintergrund besser kontrollieren. Weil je weitwinkliger du wirst, desto mehr Hintergrund bekommst du drauf. Das heißt, je größer muss dein Hintergrund zum Beispiel gleichmäßig sein. Beim 135er reicht mir eine ganz kleine Ecke und ich kann einen schönen Hintergrund und ein tolles Porträt machen. Das heißt, ich bin flexibler. Und deswegen für mich 135. Ja, das stimmt. Kompression ist schon so eine Sache, die hilft sehr stark dann bei solchen Sachen. Ja, es ist ja auch eine ganz einfache Geschichte. Wenn du beim 85er, sagen wir mal, diesen Hintergrund brauchst, dann brauchst du beim 135er nur diesen. Und diesen Hintergrund findest du viel leichter als diesen, wenn er gleichmäßig sein soll. Ne, du hast eine Häuserwand und da ist dann ein Fenster oder da ist eine Regenrinne. Und du willst natürlich die Regenrinne nicht auf dem Bild haben, weil die vielleicht dein Hauptmotiv kaputt macht. Mit dem 85er musst du dann immer so ein bisschen gucken und dann klappt es nicht. Dann musst du es in der Nachbearbeitung rausschneiden. Mit 135er blendest du es einfach aus. Deswegen für mich immer 135er. Wenn du jetzt sagen würdest, 135er oder so ein 70-200 und dann so richtig auf Kompression gehen für einen Hintergrund? Man kann auch mit dem 70-200 richtig tolle Porträts schießen. Ich mag da lieber, dass ich nur eine Brennweite, dass ich eben nicht zoomen kann, sondern dass ich halt meinen vorgegebenen Bildausschnitt habe, dann gehe ich halt genau auf die Entfernung, bewege mich leicht mit dem Objektiv und mache meine Fotos. Also deswegen bin ich da eher bei der Festbrennweite. Ja, okay. Fair enough. Ja, das ist ja ein bisschen Geschmackssache. Also man kann es pauschal nicht sagen. Also nochmal, man kann auch mit einem 85er tolle Bilder machen. Man kann auch mit 50 tolle Porträts schießen. Ich kann es halt nicht. Nee, also, ne? Ich auch nicht. Ich habe das Voglender 50mm 1.2 wegen dem Look mehr als wegen der Schärfe. Aber ich verwende tatsächlich mehr meinen 28mm Voglender, weil ich das auch lieber habe. Von Porträts hole ich es raus, ja. Aber mir fehlt noch so ein 35er noch für so Halbporträts und dann mal gucken, was noch ist. Ich bin ganz bei dir. So. Jetzt machen wir richtig Nerd-Talk, ne? Ja, gut. Ich finde es gut. Es gehört ja auch mal dazu. Es muss ja auch mal sein. Ja, das macht halt auch ich bin so ein kleiner Nerdy. Ich weiß nicht, ob du. Wir haben uns schon etwas länger nicht mehr gesehen, von den Livestreams her. Ich habe ja privat mittlerweile eine Leica. Ich bin ja so ein Volldepp, der sich das angekauft hat. Deswegen 50mm Blender 1.2 ist schon eine Herausforderung, das überhaupt scharf zu kriegen. Das Scharfstellen ist eine echte Herausforderung. Ja, ich habe nicht so einen schönen Autofokus. Ich mache es mir einfacher. Ich mache Autofokus, drücke drauf und ich weiß, es ist scharf. Ja, aber Herzblut so ein bisschen. Muss ja auch mal sein. Man wächst ja auch mit seinen Herausforderungen, ne? Ja, ne? Und manchmal muss es ja auch eine Challenge sein. Ja, das auf jeden Fall. Aber ist halt auch ein schöner Look, den dann die Unschärfe auch mal haben kann. Ja, klar. So, ich werfe dir noch was an den Kopf. Wir haben eine Frage zu den Kameras diesmal. Ja. Wie sieht es aus mit Moiré und Aliasing im 4K bei den aktuellen Sony-Kameras aus? Wie verhalten die sich? Wie schlagen die sich? Gibt es da Probleme? Ich überlege gerade, ob ich bei irgendeinem unserer Videos jemals Probleme mit Moiré hatte. Ich glaube nicht. Also mir fällt gerade aktuell kein einziges Video ein, wo ich Moiré als Problem gehabt hätte. Ich spontan auch nicht, aber ich sehe auch meistens den Schnitt nicht. Ich glaube aber, die Regie wird mir dazu stimmen, dass wir auch da wenig Probleme haben, was Moiré angeht.
Also ich kann mich wirklich an keine einzige Situation erinnern. Von daher, für das, jetzt trete ich natürlich auch nicht im fein gemusterten Hemd vor meinem Video, sondern ich habe ein Polo an und das funktioniert. Aber auch, ich kann mich wirklich an keine einzige Situation erinnern. Ich meine, von früher kennt man es mal, wenn man draußen unterwegs war, irgendwo an die Dachziegel oder sowas, wo man das schön so noch Moree drüber gezaubert hat, aber spontan, nein. Was passieren kann, und das ist das Einzige, was ich kenne, ist, wenn du solche Geschichten machst im Hintergrund und du hast einen Fokus, der sich bewegt. Weil so reine Moree-Struktur an feststehendem Motiv habe ich eigentlich nicht, aber was passieren kann, ist, wenn du offenblendig filmst und du hast wirklich so eine Schärfeverlagerung, dann kann man diese Schärfeverlagerung kann man sehen, indem da eben Artefakte entstehen. Aber so rein im Bild. Bei Fotos ist ja auch bislang noch nicht irgendwo Bei was. Fotos kann ich, war das bei den Kameras mit den 36 Millionen Bildpunkten, war es relativ klar sichtbar. 42 auch noch ganz gut. Ich habe dafür auch mit Sicherheit eine Aufnahme. Warte mal. Moree, wo hatten wir das? Moree, ja. Ich muss jetzt gerade überlegen, in welchem Ordner es liegt, weil bei den 61-Megapixel-Kameras ist es in der Praxis fast nie ein Problem. Alpha 7R, hier habe ich Moree. Da. Genau, habe ich in Berlin gemacht. Da war die erste Alpha 7R gerade erschienen. Das war also 2013, ja, nur für euch. Und da habe ich hier das Mosaik fotografiert, hier oben in der Wand. Ich kann das mal vergrößern. Ja, ich gehe mal auf 200%. Und das habe ich gemacht mit dem 35 mm 2.8 übrigens, mit dem ganz kleinen. Okay. Und wenn ihr hier unten in die Vorhänge guckt, dann seht ihr schönes Moree. Ja, da diese Linien, diese bunten, die gehören da eigentlich nicht hin. Da sind wir an der Auflösungsgrenze. Ich vergrößere es nochmal auf 400%. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich weiß, im Livestream könnt ihr das sonst nicht so gut Genau. sehen. Ne? Das gehört da nicht hin. Und ja. Aber gut, wenn es jetzt bei den So. neueren nicht mehr so Nee, es ist Probleme gibt, mir. Es, dann. also, ich habe auch bei der 42-Megapixel-Kamera irgendwo noch Moree gehabt. Und ich weiß nur nicht, ob ich die Aufnahmen jetzt hier dabei habe, weil ich habe die, glaube ich, nicht aufgehoben. Also ich glaube, ich habe das noch irgendwo, aber ich müsste jetzt gucken, wo, und das wird ein bisschen dauern, weil ich es Ja, aus dem Kopf aber. einfach nicht mehr weiß, wo es dabei war. Genau, aber wenn du auch schon. Du machst ja so Und viel auch mit den 61-Megapixel-Kameras, dann würde es es dir schon ist, auffallen. also das Ding ist, und das kann man ja vielleicht so prinzipiell sagen, dieses Störmuster entsteht ja, weil Auflösungsgrenze von dem Objektiv oder von dem Motiv mit dem Sensor interferiert. Ne? Das ist ja ein gleichmäßiges Muster, und wenn das im perfekten Abstand zueinander steht, dann gibt es halt so Störmuster. Und je höher die Auflösung der Kamera ist, desto kleiner werden die Flächen eigentlich, an denen Moree auftritt. Weil wir in der Regel in der Natur oder auch wenn wir fotografieren, so feine Strukturen nicht haben. Bei Stoff sieht man es halt häufig. Ne? Wenn du Genau. jetzt gewebten Anzug und Co. hast, gehst du einen Schritt näher ran, ist das Problem weg. Gehst einen Schritt weiter weg, ist das Problem weg. Du musst halt genau diese Entfernung treffen. Und je höher die Auflösung ist, desto kleiner wird die Fläche, auf dem Moree auftaucht. In der Praxis. Zumindest bei den meisten Sachen ist das so. Und dementsprechend wird es immer unauffälliger, je höher die Auflösung wird. Es ist großflächig mir nirgendwo mehr aufgefallen. Okay. Dann eine allgemeine Frage: Unterschied zwischen den G-Mastern und den Art-Linsen. Eine allgemeine Geschichte kann ich daraus eigentlich nicht machen. Prinzipiell ist es so, dass inzwischen eigentlich alle Hersteller von hochwertigen Objektiven, egal ob das Tamron ist oder Sigma ist oder Zeiss ist, einen sehr guten Job machen. Das kann man pauschal sagen. Die Ausrichtung ist aber natürlich eine andere. Ja? Wenn ich mir jetzt die ersten Sigma-Objektive anschaue, dann waren das ja Spiegelreflexobjektive, die quasi für Systemkameras adaptiert wurden. Und die sind im Autofokus meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Die sind richtig langsam. Und natürlich machen die tolle Bilder. Und wenn Autofokus für euch gar keine Rolle spielt, könnt ihr die kaufen und könnt damit tolle Ergebnisse erreichen. Ich würde sie für meine Fotografie nicht verwenden. Bei den moderneren Objektiven sieht es anders aus. Da haben die Mitbewerber von Sony, also die Tamron, Sigma und Zeiss, sehr gute Motoren verbaut. Die sind inzwischen auch ganz schnell vom Fokus, wobei sie immer noch nicht an einen XD-Linear rankommen. Erkennt man wunderbar daran, dass man eine Alpha 1 so ungefähr 15 Bilder pro Sekunde schafft, während die Sony-Objektive 30 Bilder pro Sekunde schaffen. Ne? Das ist so ein Unterschied. Und wenn Fokus eine Rolle spielt und das wirklich wichtig ist, kauft das Original Sony-Objektiv. Du wirst die bessere Leistung bekommen. Ist meine Erfahrung.
Bitte nicht falsch verstehen, auch die anderen bauen echt gute Sachen inzwischen. Und an der 7.4 spielt es wahrscheinlich keine große Rolle, an der Alpha 1 aber schon. Ja, sehe ich genauso. Dann eine Frage, welches Objektiv für Sportfotografie, Fußball, Amateur, Preis-Leistungstipp? Ich gehe jetzt mal von APS-C aus, es steht nicht dabei, ansonsten... Also generell, ich treffe ja auch relativ viele Profis, die Fußball fotografieren, dann Bundesliga und Co. Mhm. Und bei denen alle 400-28, alle. 600 ist zu lang, 400-28 ist genau die Brennweite, die sie meistens verwenden. Das ist jetzt keine Empfehlung, die besonders gut ist, aber heißt in der Praxis, ein 100-400 ist auf jeden Fall eine schlaue Brennweite. Mhm. Und wenn du so in den APS-C-Anfängerbereich reingehen würdest, wenn du jetzt am Anfang da ganz, ne, so dann, 70-350. Ne, ja. 70-350 ist, habe ich auch getestet gegen mein 100-400, eine bombengute Optik. Ja, der Kontrast ist etwas niedriger, aber es wiegt halt 625 Gramm. Es ist klein, es ist leicht, es ist super schnell. Es hat XD-Linear-Motoren, das ist wirklich super schnell. Und von der Schärfe her, ich kann da mal gerade gucken, ob ich es hier direkt finde, 70-350 habe ich bestimmt hier das gefühlt alles da. Ja, habe ich. Nein, das Ding ist, ich benutze die Dinger ja alle und teste die eben auch aus genau dem Grund. Und ich nehme auch immer das mit, was am meisten Sinn macht, ne, wenn ich was zeige. Und ich kenne das ja auch von verschiedenen Workshops. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, dass hier in dem Ordner keine Bilder liegen. Aha. Hat der Festplattenspeicher nicht mehr gereicht. Nee, eigentlich hätten hier jetzt Bilder drin liegen müssen, weil hier liegt ja Schärfe, dann hätte ich euch den Unterschied gezeigt. Dann muss ich vielleicht auf Vergleich gehen. Okay. Also hier hinten könnt ihr schon sehen an der Seite, ich habe versucht, die gleiche Zoomstufe zu treffen. 348 gegen 355 mm, 7 mm Unterschied. Ich habe aber wirklich ganz viele Bilder gemacht, ja. Und wir können ja mal hier das, wir nehmen mal das als Beispiel. Mhm. So, und da gehen wir nach hier oben. Warum? Bäume, viele kleine Details. Das hier gegen das hier. Das ist ein bisschen besser im Licht. Mhm. Ja, es dauert immer einen Moment, bis die Schärfe wieder da ist, weil mein Rechner ein bisschen langsam ist. Ne, das hier gegen das hier. Boah, ich würde mich schwer tun, die Gewinner zu sehen. Ne? Und wir sind jetzt schon relativ groß in der Vergrößerung. Das eine ist das G-Master und das andere ist das günstige 70-350. Ne? Also von daher schärfetechnisch. Das hier waren, glaube ich, die Bilder, die ich im Video auch gezeigt habe im Vergleich. Relativ schwieriges Bild. Das hier gegen das hier. Ne, das hier gegen. Es dauert immer, wie gesagt, ein Momentchen, bis die Schärfe voll da ist. Deswegen blätter ich immer hin und her, weil es dann meistens ein bisschen schneller geht. Ich finde das hier einen Tick besser als das, weil es ein bisschen kontrastreicher ist. Und ich nehme an, dass das das 100-400 ist. Können wir ja mal nachgucken. Nee, war sogar 70-350 und das andere war das 100-400. Es kann aber auch sein, dass sie leicht unterschiedlich belichtet sind. Dann ist es wieder ein bisschen schwer zu sehen. Mhm. Aber ja, sehr nah dran. Genau, sehr nah dran. Dann, da ich kein Profi bin, ist die Kombi 24-70 und 70-200 in Ordnung. Mir ist das Tamron 35-150 2x28 nahegelegt worden. Die Frage ist, was man machen möchte. Und jetzt muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich persönlich fotografiere selten Events. Ja. Donnerstag, Freitag habe ich Events fotografiert, deswegen kommst du mir jetzt gerade so ein bisschen komisch vor, das zu sagen. Aber ich fotografiere selten Events. Und wenn ich Hochzeiten fotografieren würde, wäre es das erste Objektiv, was ich mir anschauen würde. Weil ich mit einem Objektiv quasi die wichtigsten Brennweiten abdecken kann. Das heißt, ich kann eine zweite Kamera dabei haben, mit einem 16-35 und kann Weitwinkel schießen. Zwei Kameras, zwei Objektive, alles abgedeckt. Für solche Geschichten, glaube ich, ist es ein richtig gutes Objektiv. Da ich das selten mache, mir ist es zu groß und zu schwer. Ja. Ich würde es mir allein aus dem Grund nicht kaufen. Jetzt kommt das, wie gesagt, bei mir selten vor. Und ich glaube, für diesen Einsatzgebiet ist es ein tolles Objektiv. Ich habe den nur nicht. Und deswegen bin ich eher bei den beiden Zooms. Ich meine, ich habe es ja lange gemacht mit solchen Events. Ich würde es mir auch angucken, wenn ich viel Hochzeiten mache zum Beispiel. Genau. Das ist, glaube ich, wirklich eine richtig, richtig coole Optik. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem noch einen 35er Festbrenner noch zusätzlich mit dabei für wirklich abends Feier, nur noch leicht durch die Gegend gehen, ne, und sowas. Und wenn ich dann schon wieder auf zwei Objektiven bin, dann kann es sein, dass ich mir doch sage, okay, 24, 70, 70, 200,
wäre für mich auch in Ordnung. Aber wenn ich jetzt sage, der Blende 2 als offen reicht mir und ich habe kein Problem damit, nach 8 Stunden abends immer noch mit dem Kiloklotz an der Kamera rumzufotografieren, würde ich auch nur die eine Linse Es nehmen. ist Mir ist es zu schwerer als schwer. das 70-200, ne? Ja. Und das ist halt was, das ist mir aufgefallen. Und bitte versteht das nicht falsch. Das Objektiv ist wirklich gut. Ja. Ich habe verschiedene Sachen gesehen. Ich habe ein paar Demo-Fotos damit gemacht. Also ich habe keinen direkten Vergleich gemacht, weil ich es mir nie kaufen würde, weil es nicht meinen Einsatzzweck erfüllt. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sind damit wunderbar glücklich. Und das ist halt was, das können wir auch nicht beantworten, sondern das hängt immer davon ab, wie man damit arbeitet und was man fotografiert. Wort zum Sonntag. Ja. Aber ist wirklich so. Also wenn man mit den Bereichen, die Brennweite ist geil, die Blende ist geil, aber es ist halt wirklich sehr schwer. Das Es ist ist ein einfach so. großer, schwerer Klotz. Dann eine Frage mit den Staubeinschlüssen zum Sigma 2478, ob das ein Thema ist. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst Also ich habe ist. das, ja, mir ist das bewusst. Ich habe das natürlich mitgekriegt. Ich kriege ja auch solche Diskussionen immer mit. Ich kann euch nicht sagen, wo die herkommen. Es sollte natürlich immer nicht sein, aber sind wir ganz ehrlich, Staubeinschlüsse im Objektiv sind meistens vollkommen irrelevant, weil sie haben so gut wie nie eine Auswirkung auf die Bildqualität. Schon gar nicht auf der Frontlinse. Man kann mit seiner Frontlinse echt krasse Sachen anstellen, bevor man irgendwie eine Wirkung im Bild sieht. Kratzer sind da ein bisschen ausgenommen, weil je nachdem, wie das Licht steht, können die Sachen erzeugen. Aber Staub auf der Frontlinse macht auch nichts aus. Auf der Rücklinse sieht es anders aus. Also von daher, im System sind die meistens in der Unschärfe. Das fällt überhaupt nicht auf. Also es ist auch besser geworden. Am Anfang war es wirklich ein bisschen mehr gewesen, die Diskussion. Mittlerweile ist es vor allem im Verhältnis, wie oft dieses Objektiv gekauft wird, sehr gering geworden. Und wenn man wirklich so einen Fall hat, Ich schickt weiß gar nicht, wie das bei ein, meinen also Objektiven Sigma aussieht. säubert die, tauscht eine Dichtung und dann hat sie das Ganze auch wieder gegessen. Also das ist absolut kein Problem. Also ich sehe ein paar, ich müsste jetzt diese Linse vorne nochmal ganz sauber machen. Ich habe hier auf jeden Fall auch ein Staubkorn im Objektiv. Es wird auch oft benutzt, aber sieht man im Bild nicht. Ist dann für den Wiederverkaufswert schlecht, aber für alles Ja andere nicht. gut, ne, das ist ja kein Ich Problem. benutze meine Objektive lieber. Ja. da. Wenn vom Budget her nur ein G-Master möglich ist, welches würdest du für Landscape und Cityscape empfehlen? Die Frage ist relativ schwer, weil man eine Auswahl aus zwei hat. Und zwar aus dem 1635 und aus dem 2470. Ich würde sagen, universeller ist das 2470, deswegen wäre das meine erste Wahl. Wenn es wirklich sehr, sehr viel Landschaft ist und gelegentlich auch mal Menschen dabei sein sollen, dann kann es auch ein 1635 sein. Aber ich glaube, für die meisten ist das 2470 das Standard-Zoom, die beste Wahl. Ich glaube auch. Ich würde persönlich wahrscheinlich noch sowas wie 24 mm Festbrenner, wenn es sich rein Ja. kristallisiert, ne, dass man das sehr gerne dann benutzt, würde ich Ja, vielleicht wegen der das noch nehmen. Freistellung und wegen Nacht macht das natürlich immer Genau. Sinn. Aber wenn es wirklich klein und leicht sein soll zum Mitnehmen, 2470 ist das universellste. Und wenn es sehr, sehr stark Richtung Landschaft geht, 1635. Das stimmt. Stefan hat noch die Frage, welches Objektiv spart mir denn das Fitnessstudio? Er sagt immer, alles ist zu schwer. Wenn ihm alles zu schwer ist, dann wird's schwer. Aber die leichtesten Objektive sind, glaube ich, die Mini-Gs mit 170 Gramm. 24 mm 2,5 ist richtig gut. Ne, sind 2,8, Entschuldigung. Super gut. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, auch im Anbetracht der Zeit, dass wir so langsam das Ey, wir Ganze. haben schon wieder 1,5 Stunden gequatscht, Ja, oder? deswegen, dass wir so langsam das Ganze ausebben lassen. Ich Klar. werfe nochmal die ganzen Aktionen in den Raum, ne, für die Leute, die da waren. Danke für die Fragen. Falls noch Fragen im Nachgang kommen, natürlich, ne, werden beantwortet. Da ist der Lennart ganz fix und gibt euch eine Antwort. Und falls wir keine Ahnung haben oder keine Meinung haben, dann fragen wir den Lachs und dann, ne, kriegen wir auf jeden Fall eine Antwort. Falls ihr aktuell noch irgendwas sucht an Weihnachtsgeschenken, alles, was wir aktuell noch auf Lager haben, was schnell gekauft wird und bezahlt wird, wird auch morgen noch ausgeliefert und dann kommt es auch noch vor Weihnachten an. Gerne mal durch unsere Deals gucken. Wir haben Gratiszugaben wie eine Speicherkarte von TAF, die wir selber hier in unseren Videodrehs nutzen. Einfach, wenn ihr über 399 Euro kauft, mit reinpacken in den Gutscheincode, dann habt ihr es mit dabei. Und auch viele G-Master-Objektive sind lagernd. Also, falls ihr Interesse habt, gerne mal durchschauen.
Vielen Dank, dass ihr da wart und fleißig mitgemacht habt. Danke, Lachs, dass du hier warst und die Fragen auch beantwortet hast. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auch gerne mit dir. Und daher bis zum nächsten Mal. Ciao.